Oh. Hallo und herzlich willkommen bei unserer Seminarreihe Psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Emre Schilder von der Mobilkrankenkasse und ich freue mich, dass Sie es heute Abend zu uns geschafft haben und uns zuhören und einem doch so wichtigen Thema dabei sind. Meine Kollegin Fanny Wolf, die wird mich heute Abend unterstützen. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, Fanny. Ja, einen schönen guten Abend von mir. Und herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Fanny Wolf und ich arbeite bei der Mobilkrankenkasse im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung und freue mich auf Ihre Fragen und den heutigen Abend. Ganz genau. Vielen Dank, Fanny. Also, einmal ganz kurz von mir etwas zu der Technik. Sie sehen in dem Tool einmal die Präsentation, die Frau Julia Teeg Ihnen gleich vorstellen wird. Sie können mich sehen, Sie können Frau Teeg sehen und Frau Wolf sehen. Wir können Sie nicht sehen, Sie können auch Ihre Kamera nicht einschalten und wir können Sie auch nicht hören. Sie können Ihre Fragen oder sollten Ihre Fragen bitte schriftlich einreichen. Oben rechts sehen Sie eine Lupe. Wenn Sie dort draufklicken, dann können Sie eine Frage stellen. Zudem können Sie auf das Vollbild klicken. So können Sie entweder Frau Teeg voll sehen, die Präsentation sehen oder die Präsentation und Frau Teeg im Wechsel. Außerdem noch wichtig zu sagen, die Fragen sind alle anonym, also bitte scheuen Sie sich nicht, diese zu stellen. Wir werden hier niemanden namentlich nennen und freuen uns natürlich über rege ja, Teilnahme und Fragen von Ihnen. Die Frage, ob wir am Ende die Präsentation an Sie senden, wir werden die Präsentation am Ende oder beziehungsweise Anfang nächster Woche bei uns auf der Internetseite hochladen, wo Sie dann alles nochmal sich in Ruhe anschauen können, durchklicken können. Und da haben Sie dann die Chance, das so oft und so häufig wie möglich zu schauen, wie Sie mögen. Ansonsten freuen wir uns drauf, dass Sie jetzt dabei sind. Und viel wichtiger heute Abend sind eben die Themen, die Frau Teeg Ihnen vorstellt. Eine Kleinigkeit habe ich noch. Es wäre toll, wenn Sie am Ende noch kurz dranbleiben. Es wird eine kleine Teilnehmerbefragung geben. Wir möchten uns auch verbessern und es Ihnen so schön wie möglich machen. Dann wäre es toll, wenn Sie am Ende auch noch darauf eingehen würden. Fragen werden wir entweder zwischendurch beantworten, wenn es die Zeit bzw. das Thema zulässt. Ansonsten wird die Fragerunde am Ende sein. Bitte stellen Sie jederzeit Ihre Fragen und dann wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Abend. Hören Sie gut zu und gebe weiter an Frau Teeg. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute Abend hier sein zu dürfen und zu meinem absoluten Herzensthema psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen Ihnen was erzählen zu dürfen. Und ich würde Sie wirklich von Herzen bitten, Fragen zu stellen. Sie können das in diesen Chat schreiben, wie gerade berichtet. Und ich würde Sie einladen, wirklich alles zu fragen, was Sie auf dem Herzen haben, gern auch zwischendurch und am Ende und währenddessen. Ich bin Julia Teeg, ich bin Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin. Ich habe eine eigene Praxis, bin niedergelassen in der Region Hannover. Ich bin zudem aber auch Traumatherapeutin für Kinder und Jugendliche. Ich bin Ausbilderin im Traumabereich, ich bin Supervisorin und begleite auch viele Kollegen und Kolleginnen auf dem Weg, Traumatherapeutinnen zu werden. Ich bin gefragt worden, ob ich Ihnen heute Abend etwas zu psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen erklären kann. Und ich finde, da muss man irgendwie den Punkt machen vor der Pandemie und danach. Weil die Corona-Pandemie war wie so ein Einschlag in die Welt der psychischen Erkrankungen und auch in unsere Welt der Psychotherapeutinnen und Therapeutinnen. Wir haben einen Ansturm von Anfragen so noch nie erlebt. Ich bin jetzt wirklich schon einige Jahre niedergelassen, aber das war wirklich sehr, sehr heftig. Von daher habe ich mir gedacht, ich erzähle Ihnen erstmal etwas zur psychischen Erkrankung vor der Corona-Pandemie. Dann würde ich ein bisschen erklären, wie sich das verändert hat. Dann würde ich einen Teil machen, wo es darum geht, wie Sie das eigentlich erkennen, wenn Ihre Kinder oder andere Kinder, Ihre Schülerinnen und Schüler oder Ihre zu betreuenden Personen an psychischen Erkrankungen leiden und wie Sie da auch darauf reagieren können. Also es wird so ein bisschen verschiedene Themen an diesem Abend geben.
wichtig ist, mir einfach zu sagen, dass es so wichtig ist, sich erstmal mit Kindern und Jugendlichen zu beschäftigen, weil die meisten psychischen Erkrankungen entstehen in der Kindheit und Jugend, also quasi vor dem 19. Lebensjahr. Und wenn wir uns jetzt nochmal angucken, wie viele Kinder und Jugendliche waren schon vor der Corona-Pandemie psychisch erkrankt, kann man sagen, es waren schon fast jeder Fünfte der unter 18-Jährigen erkrankt innerhalb eines Jahres in einer psychischen Störung. Und die häufigsten Störungen im Kindes- und Jugendalter sind Angststörungen. Ängste haben wir alle, das ist auch per se überhaupt nichts Schlechtes. Ängste sind gut, Ängste sind hilfreich. Aber wenn wir Ängste haben, die uns blockieren, die uns hemmen, Dinge nicht zu tun, wie zum Beispiel nicht in die Schule zu gehen oder sich nicht trauen, in den Kindergarten zu gehen oder im Kindergarten oder in der Schule sich überhaupt nicht zu trauen, sich zu beteiligen, sich mit Freunden zusammenzuschließen, dann könnten das Hinweise sein auf eine psychische Erkrankung. Das heißt, Angststörungen sind immer eine, also wenn Ängste zur Störung werden, bedeutet das, dass wir Dinge vermeiden, die wir eigentlich tun sollten, die auch zur Entwicklung und zu unserem Leben dazugehören. Und im Gegensatz zu Ängsten, die uns ja auch schützen, ne? Also Ängste sind ja eigentlich per se was Gutes. Die schützen uns davor, nicht irgendwo runterzuspringen, dass die Kinder vielleicht nicht einfach, zumindest ab einem gewissen Alter, so über die Straße rennen. Also das ist auf jeden Fall ein großer Teil bei im Kindes- und Jugendalter. Wir haben dann depressive Störungen. Dabei ist bei Depressionen wirklich nicht gemeint, ich bin mal traurig oder niedergeschlagen, sondern Depression bedeutet, dass man wirklich gar nicht mehr richtig aus dem Bett kann, dass man dauerhaft Selbstwertprobleme hat, dass man traurig ist, dass man vielleicht auch Gedanken daran hat, nicht mehr leben zu wollen. Und was ich jetzt so erlebe in den letzten Monaten ist, in den letzten Jahren, ist, dass die Kinder deutlich jünger werden, die auch lebensmüde Gedanken leider äußern. Dann gibt es die sogenannten Überaktivitätsstörungen, dann gehört zum Beispiel das bekannte ADHS auch dazu. Die sind auch eine sehr häufige Erkrankung im Kindes- und Jugendalters. Aber auch Störungen, die eher das aggressive Verhalten oder auch ja aufsässiges Verhalten, sollte man das früher mal genannt, beinhalten. Also Kinder, die provozieren, die lügen, die klauen, die den Unterricht stören. Das sind dann die sogenannten dissozialen Störungen. Das sind so die häufigsten Störungen im Kindes- und Jugendalter. Dazu kommen jetzt einfach auch noch, weil sie einfach auch bekannter werden, sie sind jetzt nicht öfter da, sondern sie sind einfach bekannter, auch die autistischen Störungen, wie zum Beispiel Asperger-Autismus, der ja häufig schon relativ früh diagnostiziert wird. Genau, die kommen jetzt mittlerweile auch immer häufiger ins Sichtfeld. Jungen sind häufiger psychisch krank als Mädchen und dann ab dem 15. Lebensjahr kehrt sich das um. Jungen erkranken, also sind häufiger Mädchen in psychotherapeutischer Behandlung als Jungen. Jungen erkranken viermal so häufig an ADHS, also an diesen Störungen, die man auch erkennen kann, die ja offensichtlicher sind, die ja mehr zu aggressivem Verhalten neigen, Unterricht stören oder auch provozieren, häufiger schwänzen oder von zu Hause weglaufen. Und auch im Jugendalter dann häufiger leider an Suchtstörungen erkranken. Und bei Mädchen haben wir einfach andere Störungsbilder. Ne? Wir haben häufiger Essstörungen oder dass sie an psychosomatischen Beschwerden leiden, wie Bauchschmerzen, Rückenschmerzen. Und dass Mädchen einfach deutlich häufiger unter Depressionen, Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit leiden. Genau, das erstmal so zum ganz, ganz großen Überblick, groben Überblick. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie das gerne in den Chat schreiben. Psychische Erkrankung bei Kleinkindern ist, da gibt es häufig Fragen dazu, wie ist denn zu häufiges Schreien schon Erkrankung? Mein Kind schläft nicht. Ist das jetzt schon eine psychische Erkrankung? Mein Kind verweigert das feste Essen oder nimmt nicht regelmäßig Nahrung zu sich oder isst nur Weizen und Zucker und so. Das kann natürlich, ist immer so die Frage, ab wann ist es dann schon auch eine Entwicklungsstörung, eine Erkrankung?
In der Regel sind die Erkrankungen bis zum 4. Lebensjahr häufig Probleme in der Aussprache, im Verstehen von Worten oder dass sie einfach motorische Koordinationsstörungen haben. Das sagt zumindest die Bundespsychotherapeutenkammer. In meiner Praxis erlebe ich Kinder, wenn sie unter dem 4. Lebensjahr kommen, dass sie entweder erkranken, weil bestimmte Dinge passieren, die nicht zur Entwicklung dazugehören von Kindern, wie zum Beispiel Verlust von Elternteilen, eigene Erkrankungen, Unfälle, Operationen, also Ereignisse, die Kinder in dem Alter noch nicht einordnen können. Es ist ein hochsensibles Lebensalter. Sind Kinder, gerade im Kindergartenalter oder auch das ist ja noch so ein bisschen eher noch Krippe, die können total viel schon wahrnehmen, die verstehen auch total viel. Also die merken schon, wenn jemand wütend ist, die merken, wenn es Eltern nicht gut geht oder die weniger da sind, also sind ja hochsensibel in ihrer Wahrnehmung, haben aber noch nicht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und das für sich einordnen zu können. Also ein Grundschulkind kann schon sagen, was ist eigentlich eine Krebserkrankung? Was ist eigentlich ein Unfall? Und dann können wir als Eltern, als Bezugspersonen diese Fragen einordnen und Kinder entwickeln ein Verständnis. Kinder bis zum 3. Lebensjahr merken Verlust, die merken Gewalt, die merken Schmerzen, natürlich genauso wie alle anderen Menschen auch, aber verstehen halt überhaupt nicht, warum ihnen das passiert. Und deswegen erlebe ich in der Praxis häufig dann einfach auch Kinder, die dann wieder auf Entwicklungsstadien zurückfallen. Also wenn Sie so Kinder jetzt vor Augen haben mit vielleicht 1 oder 2 Jahren, die schon ein bisschen besser schlafen konnten, die auch vielleicht nicht mehr so oft geschrien haben und dann passiert irgendwas, ne? Wie zum Beispiel eine Operation, die Kinder erleiden müssen, wo die Bezugspersonen vielleicht nicht die ganze Zeit da sein konnten, dann fallen die manchmal wieder so zurück in so Kleinkind- und Babyphasen, also dass sie dann zum Beispiel schreien oder wieder ganz anhänglich sind. Also Entwicklungsschritte, die sie eigentlich schon bewältigen konnten, können sie dann nicht mehr bewältigen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass mit dem Kind irgendwas nicht stimmt. Und das ist auch der Hinweis darauf, wenn zum Beispiel in der Kita Belastungen sind, die Kinder erleben, dann merke ich das als Eltern daran, dass mein Kind psychisch auffällig wird, indem es zum Beispiel wieder auch Entwicklungsstadien zurückfällt, sich einnässt, mit 3 sind sie eigentlich in der Regel noch nicht trocken, aber wieder viel schreit, ganz viel Nähe braucht, nicht mehr spricht, also die Sprache einstellt, das Essen verändert. Das sind so typische Hinweise, wo Sie sagen können, oh, das ist bis zum 3. Lebensjahr jetzt auffällig und da müssen wir vielleicht uns Hilfe suchen. Dann die Ende Kindergartenzeit, die Schulkindzeit, da haben wir dann deutliche Zunahme von Ängsten und Depressionen. Fast 5% der Kinder und Jugendlichen leiden an, zum Beispiel an Konzentrationsstörungen, aber auch aggressiven und aufsässigen Verhalten. Ich finde vor allen Dingen gerade jetzt auch, das komme ich gleich nochmal zu, dieser Corona-Pandemie-Teil, aber Ängste und Depressionen sind die häufigsten Vorstellungsgründe aktuell in meiner Praxis. Also, dass Kinder einfach diffuse Ängste haben davor, was passieren kann, wie sie die Schule bewältigen, was auf sie zukommen kann. Dazu haben wir ja jetzt auch noch einen Krieg in Europa. Also es sind viele Dinge auch von außen dazu gekommen, wo die Kinder einfach ja manchmal auch Schwierigkeiten haben, das so für sich zu verarbeiten. Und das heißt, da sind Ängste und Depressionen ein sehr, sehr häufiger Faktor. Und auch da ist es wichtig, als Eltern zu wissen, wenn Kinder Belastung erleben, dann können sie das ja schon viel, viel, viel besser einordnen als die ganz Kleinen, also die Krippenkinder, von denen wir eben gesprochen haben. Aber auch diese Kinder haben kein Verständnis zum Beispiel davon, was es eigentlich heißt, wenn zum Beispiel sowas passiert wie Tod eines Elternteils, Erkrankung eines Elternteils, eigene Erkrankung. Bei Kindern dreht sich die Welt noch sehr um sie selbst. Das ist auch total wunderbar, also dass sie das Gefühl haben, wenn ich was tue, dann passiert auch was. Also wenn ich den Löffel runterschmeiße, dann kommt Mama und
war Papa und hebt ihn wieder auf. Wenn ich traurig bin, werde ich getröstet. Und die haben so sehr das Gefühl, dass ihr Handeln etwas bewirkt. Und das ist total positiv, weil so entwickelt sich Selbstwert bei Kindern. Aber wenn Kinder Belastung erleben, kann sich das Ganze umdrehen. Und Kinder können so das Gefühl entwickeln von, wenn mein Elternteil eine Krebserkrankung hat, bin ich schuld. Wenn meine Eltern sich trennen, bin ich schuld, weil ich muss ja was falsch gemacht haben. Und das ist ganz normal. Das haben eigentlich ganz, ganz viele Kinder und Jugendlichen. Das gibt es auch im Erwachsenenalter noch. Das ist einfach nur unfassbar wichtig zu wissen, weil Kinder das oft nicht sagen. Also sie sagen nicht, ich leide darunter, weil ich mich dafür schuldig fühle, dass meine Eltern sich getrennt haben oder dass mein Vater einen Autounfall hatte oder meine Mutter eine Brustkrebserkrankung oder was auch immer, sondern sie verarbeiten das oft innerlich und entwickeln dann Symptome, wie zum Beispiel, dass sie sich zurückziehen, dass sie traurig sind, dass sie Ängste entwickeln. Und deswegen ist es unfassbar wichtig für uns als Eltern, da hinzugucken und zu sagen, Mensch, da ist mein Kind anders als vorher. Und auch, und das ist für uns als BehandlerInnen einfach an der Stelle wichtig, dass sie uns auch sagen, vielleicht, was ist ihre Vermutung, was ist passiert? Also, dass man vielleicht auch die Auffälligkeiten mit bestimmten Belastungen zusammenbringt. Und wir als BehandlerInnen haben dann die Erfahrung einzuordnen und so ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, wie ist das? Zum Beispiel bei Grundschulkindern ist es häufig so, dass sie Schuldgefühle entwickeln, das aber nicht sagen. Und dann helfen wir den Familien dabei, eine Sprache zu finden, das einzuordnen. Und häufig verschwinden dann auch die Symptome. Oder werden zumindest weniger. Dann haben wir die Gruppe der Jugendlichen. Also Jugendliche, die Jugend ist ja ein ganz, ganz besonderes Lebensalter. Und ein Lebensalter, was auch besonders anfällig ist dafür, dass Kinder und Jugendliche Erkrankungen entwickeln. Die sind zwar schon deutlich widerstandsfähiger als so die Kleinen. Und ja, sind auch, glaube ich, in der Regel sind sie ja dann schon ganz gut im Leben angekommen. Aber das wissen wir alle, wir waren selber mal jugendlich und vielleicht haben sie auch jugendliche Kinder zu Hause. Da passiert ja doch eine ganze Menge, da kommen die Hormone dazu, der Körper verändert sich, Freundschaften verändert sich. Das heißt, da sind viele Veränderungen im Leben und Veränderungen sind ja was ganz Wundervolles, weil sie Bewegung ins Leben bringen, aber sie können natürlich auch Unsicherheit erzeugen. Und wenn Kindern und Jugendlichen da Belastungen ausgesetzt sind, es ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sie an den klassischen Erkrankungen, die auch Erwachsene haben, erkranken. Also wie zum Beispiel Depressionen und psychosomatische Erkrankungen. Suchterkrankungen haben wir im Jugendalter auch. Wir haben in Hannover eine Jugendsuchtstation, die wirklich immer überbelegt ist. Also von Mediensucht bis Alkoholsucht bis verschiedene andere Drogen, Drogenabhängigkeiten sozusagen. Also das haben wir im Jugendalter auf jeden Fall auch. Wichtig ist mir nochmal zu sagen, weil das auch oft eine Frage ist, naja, aber nicht jedes Kind, was zum Beispiel eine Belastung erlebt, entwickelt ja auch eine psychische Erkrankung. Also warum entwickelt denn das eine Kind zum Beispiel eine Depression oder eine Angststörung und das andere Kind nicht? Und dazu muss man einfach wissen, dass psychische Erkrankungen nicht so etwas sind wie in der Somatik. Also wenn ich mir ein Bein breche, weil ich irgendwo runterfalle, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich jedes Kind ein Bein bricht, sondern Psyche funktioniert so, dass wir einfach auch eine gewisse Veranlagung haben. Also wir bringen auch was mit, ja. Also wir bringen, man nennt das in der Fachsprache, ist es eine Disposition, also eine Veranlagung dafür, wenn wir zum Beispiel Belastung erleben, eher eine aggressive Erkrankung zu kriegen, also eine dissoziale Störung, wie ich das vorhin meinte, ne? Es gibt auch Menschen, die neigen eher dazu, Ängste zu entwickeln. Es gibt Menschen, die neigen dazu, eher Depressionen zu entwickeln. Deswegen, wenn Sie mit Ihrem Kind zum Beispiel eins seiner Psychotherapeutin oder Psychotherapeuten kommen, dann werden Sie ganz oft auch gefragt werden, gibt es auch schon Erkrankungen in der Familie? Das heißt, man fragt dann, was ist mit Oma, Opa, Papa, Mama, Geschwistern, Tante, Onkel, einfach um so ein Gefühl zu kriegen, gibt es da eine Häufigkeit, weil das ganz, ganz oft so ist, dass das leider auch ein Stück weit vererbbar ist. Ja, und in der Regel braucht es dann aber immer noch einen Auslöser, dass sich wirklich eine Erkrankung entwickelt. Und das kann ganz verschiedene Auslöser sein. Das kann die Freundin sein, die im Kindergarten weggezogen ist, an der ich so gehangen habe,
Das kann Mobbing in der Grundschule sein, das kann Erkrankung eines Elternteils sein, das kann Trennung sein, das kann Lehrer sein, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme, und das kann natürlich auch Gewalt und ja jegliche Form auch von Missbrauch und ja Gewalt auch im außerhäuslichen Kontext sein. Ne? Also da gibt es einfach sehr, sehr unterschiedliche Auslöser, und es ist immer für uns total hilfreich, wenn Sie uns schon so ein bisschen sagen können, was Sie glauben, was der Auslöser bei Ihrem Kind sein könnte. Jetzt habe ich ganz viel geredet. Wenn Sie Fragen haben, schießen Sie auf jeden Fall los und tippen Sie die total gerne ein. Perfekt, Frau Teeg, das ist gerade an. Ja. Wir haben nämlich auch Fragen bekommen, und die würde ich dann gerne kurz einmal stellen, weil es, glaube ich, thematisch auch ganz gut passt. Und zwar haben wir die Frage oder halt die Beschreibung bekommen, dass es in diesem Fall so ist, dass ein Elternteil eine Erkrankung hat, erkrankt ist und damit halt verschiedene Einschränkungen wohl im Alltag einhergehen. Und jetzt so ein bisschen die Frage ist, dass das Kind halt sehr darunter leidet, dass ein Elternteil krank ist, und wie man diesem Kind helfen kann, beziehungsweise es unterstützen kann in dieser schwierigen Zeit. Weil das Kind zeigt es halt nicht, dass es vielleicht auch irgendwie ein Problem hat mit dieser Situation, und jetzt ist der Elternteil, der diese Frage gestellt hat, etwas unsicher, wie sie das Kind unterstützen kann. Also der erste und wichtigste Schritt ist, dass es überhaupt gesehen wird. Ja, also dass überhaupt Eltern so ein Gefühl dafür haben, das könnte für mein Kind schwer sein. Und das ist so wertvoll für das Kind. Wir können ja den Rahmen nicht ändern. Wir können die Erkrankung nicht wegnehmen. Und wir können auch nicht sagen, wir ändern jetzt unser Leben, weil manchmal geht es nicht, wenn eine Erkrankung vorherrscht. Aber das zu sehen und zu sagen, ich sehe, dass es dir schlecht geht, und ich sehe, das hat was damit zu tun, dass ich als Elternteil erkrankt bin, das nennt man in der Psychotherapie Validierung. Das heißt, wir nehmen die Gefühle des Kindes ernst, wir geben dem eine Sprache, und das hilft, das macht den Umstand nicht weg, ja. Aber es hilft ungemein, dass das Kind sich ernst genommen fühlt, dass es sich gesehen fühlt und dass es nicht alleine damit ist. Und wenn ich dann noch als Eltern schaffe zu sagen, ich sehe, dass es so schwer ist für dich, und was brauchst du? Ja, natürlich kann ich jetzt nicht gesund werden, weil das habe ich gar nicht in der Hand, aber vielleicht können wir eine schöne Zeit miteinander einrichten. Vielleicht brauchst du auch jemanden, der nochmal von außen kommt, der mit dir nochmal auf den Spielplatz geht, weil ich das gerade nicht kann. Also miteinander ins Gespräch gehen, das ist so, so, so wichtig. Und dazu ist das Erste, was ja die Fragestellende schon gemacht hat, nämlich das überhaupt zu erkennen. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Okay, super. Vielen Dank auf jeden Fall. Dann gab es noch eine Frage zum Thema Vererbung, weil Sie es auch gerade gesagt haben, dass wenn Eltern oder halt auch mehrere Verwandte psychische Erkrankungen haben oder daran leiden, dass es schon einen Zusammenhang gibt, dass das auch dann die Kinder betreffen kann. Da war jetzt nochmal die Frage, gibt es da Angaben zu, wie hoch dieses Risiko konkret sein kann? Und ist das denn auch frühzeitig erkennbar, oder muss es wirklich immer so eine Form des Auslösers geben? Also kann man schon erahnen, dass da vielleicht eine Tendenz auch dazu ist, oder kann es auch eine ganz andere psychische Erkrankung sein? Also nur weil es genetisch vielleicht bedingt ist, muss es denn das Gleiche sein, oder kann es auch eine andere Erkrankung sein? Ja, das sowohl als auch. Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Also erstmal ist es wichtig, dass man das überhaupt weiß. Das andere ist ja, was ist es für eine Erkrankung? Also ich nehme jetzt zum Beispiel eine psychische Erkrankung. Ein Elternteil hatte mal in seiner Jugend eine Depression. So, das spielt im jetzigen Alltag überhaupt keine Rolle mehr. Ja, also im Alltag mit dem Kind. Dann ist es natürlich so, dass man sagen kann, okay, es gibt eine genetische Veranlagung, aber das spielt eine total geringe Rolle oder eine geringere Rolle. Dann gibt es aber auch zum Beispiel Eltern, die psychisch erkrankt sind, die extreme oder sehr schwere Beeinträchtigungen haben. Zum Beispiel, weil sie gar nicht mehr so richtig auf das Kind reagieren können, weil sie vielleicht morgens Schwierigkeit haben, aufzustehen, weil sie sehr traurig sind oder sehr negativ die Welt wahrnehmen können. Und dann haben wir einen zweiten Effekt, und das kann man nicht mehr so gut auseinanderhalten. Wir haben ein Modelllernen. Wir sind ja als Eltern immer auch Modell für unsere Kinder, ob wir das wollen oder nicht. Ja, im Guten wie im Schlechten gucken unsere Kinder sich viel bei uns ab, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir mit Dingen umgehen. Und dann sind natürlich Kinder,
wo Eltern psychisch beeinträchtigt sind, gefährdeter, weil sie sozusagen sich die Verhaltensweisen auch ein Stück weit aneignen und das sozusagen als die Normalität erleben. Also ich kann da keine Zahl benennen, aber es ist, glaube ich, immer wichtig hinzugucken, was für eine Erkrankung habe ich, wie äußert sie sich und was macht sie mit meinem Kind? Und vielleicht auch, wie wollen wir gemeinsam da aussteigen und neue Muster für uns erlernen und erarbeiten? Okay. Dann habe ich noch eine letzte Frage, dann können wir auch inhaltlich weitergehen. Und zwar, unser Sohn ist 17 Jahre alt und sagt, er fühlt sich in dieser Welt nicht wohl und deplatziert. Er kifft und spricht auch noch kaum mit uns. Was können wir tun? Ja, wichtig ist zu gucken, was für ein Bedürfnis dieses Kindes oder in dem Fall ja Jugendlicher ist nicht erfüllt. Und oft haben Eltern ein ganz gutes Gespür dafür, was los sein könnte. Und was auf gar keinen Fall hilft, ist Druck. Also du musst jetzt mit uns sprechen, du darfst jetzt nicht, sonst nehmen wir dir deinen Computer weg. Sondern zwar klar Grenzen zu beziehen, zu sagen, das geht hier nicht und wir lösen keine Probleme über Drogen. Ja, Kiffen eignet sich wunderbar als Lösungsversuch, zumindest kurzfristig, weil es die Gefühle erstmal sozusagen ein Stück weit einfacher werden lässt, ja, im ersten Gefühl, aber auch klar sich als Eltern zu positionieren, wir sind da, wir wollen das so nicht. Wir möchten dir da an der Stelle helfen und wir möchten nicht Probleme über was anderes lösen und dann wirklich auch zuzuhören, da zu sein, Hilfe anzubieten. Das ist oft nicht einfach, gerade wenn Kinder und Jugendliche sich so zurückziehen, diesen Mix zu finden aus klarer Haltung beziehen, ohne zu viel Druck zu machen, das Kind zu verlieren. Und ich würde an der Stelle immer auch empfehlen, wenn man wirklich überhaupt nicht mehr weiterkommt, sich da externe Hilfe zu suchen, weil es oft hilft, miteinander ins Gespräch zu kommen, wenn es einen externen Moderator, Moderatorin gibt. Okay, vielen Dank. Gerne. Ja, das war sozusagen erstmal so bis 2020 und dann kam ein Bombeneinschlag in die Welt der psychischen Erkrankungen. Wir haben dann, ich habe mit der BKK, der Mobilkrankenkasse zusammen eine Umfrage gemacht. Ich durfte da als Expertin fungieren und letztlich zum Thema, wie wirkt sich eigentlich die Pandemie aus, beziehungsweise diese Beschränkungen auf die psychische, ja, auf das psychische Leiden der Kinder und Jugendliche. Und das war so, dass ein Teil der die Stimmung war. Und das war also schon Wahnsinn, was sich da abgebildet hat. Und die Umfrage ist auch ziemlich abbildbar in allen anderen großen Umfragen, die gemacht worden ist. Also die Eltern haben beobachtet, dass die Kinder zunehmend reizbar sind oder den Kontaktbeschränkungen, dass sie sich trauriger fühlen, dass sie müder sind, dass sie erschöpfter sind. Also alles Anzeichen für psychische Erkrankungen. Und dass einfach die Stimmung schlechter war, dass sie sich einsamer gefühlt haben, dass es mehr Streit gab und ein paar Kinder waren ausgeglichener. Das waren vor allen Dingen die in der Schule Probleme hatten, weil sie sich zu Hause auch einfach sehr wohl gefühlt haben, weil sie auch vielleicht diese Anforderungen dann nicht mehr so haben mussten. Und das war sozusagen 2021. Und was wir jetzt einfach merken, ist, dass der Ansturm auf Psychotherapieplätze bei uns Psychotherapeuten Wahnsinn geworden ist. Und ich habe in jeder Sprechzeit, die ich hier telefonisch mache, Eltern und Kinder und Jugendliche, die sagen, ja, seit der Corona-Pandemie, seit den Lockdown-Bestimmungen ging es mir einfach noch mal viel schlechter, weil ich dann nicht mehr Sport machen konnte. Ich hatte keine Mitschüler mehr, ich war nur zu Hause. Und das ist einfach Gift für psychische Erkrankungen. Das muss man einfach so sagen. Ja, dann gab es sozusagen auch dann die ersten Studien zu den Folgen, nicht nur auf Stimmung und auf Gereiztheit und so weiter, sondern einfach auch, wie sind eigentlich die psychischen Erkrankungen, wie haben die sich verändert im Rahmen der Corona-Pandemie beziehungsweise dieser Lockdown-Bestimmung. Und die häufigsten Symptome waren da auch Depression und Angst. Und dazu gehört einfach ein geringes Interesse, wenig Freude am Leben, ganz viel Müdigkeit, wenig Energie, aber auch ein vermehrter Appetit bzw. so Heißhungerattacken. Dann die Angst
Symptomatik ist deutlich angestiegen. Also diese nervösen, ängstlichen Gefühle, das war ja auch wirklich, es ist ja noch nicht so lange her, ne? Können Sie sich da noch dran erinnern, aber es war ja auch, man konnte nichts einschätzen. Viele Eltern haben sich total hilflos überfordert gefühlt, haben, ja, wahrscheinlich können Sie sich da auch gut noch reinfühlen, ja, das war irgendwie, viele Familien mussten kleine Kinder betreuen, nebenbei arbeiten, hatten irgendwie Existenznöte und das hat sich natürlich auch auf die Kinder übertragen und Eltern konnten auch einfach zum Teil gar nicht so für ihre Kinder da sein, dann hätten die einfach alles verloren an Freunden und so weiter über eine gewisse Zeit. Also das war schon schwierig, auch schon für die Kinder, die keine psychischen Erkrankungen bis dato hatten. Die Jugendlichen selbst gaben an, dass sie eine geminderte Lebensqualität hatten. Und dass sie sich auch Sorgen gemacht haben. Also ich glaube, das war auch was viele so unterschätzt haben, wie viele Kinder, und das haben wir so auch wirklich gemerkt, dass sie auch so Fragen gestellt haben, gerade am Anfang, sterben jetzt meine Eltern, sterben meine Oma und Opa. Also die hatten auch einfach ganz, ganz viel Angst und wir haben auch ganz viel eingeordnet, ja, also für die Kinder und Jugendlichen, ja, wie wahrscheinlich auch Erkrankungen sind, beziehungsweise wie gefährdet auch die Menschen sind. Also das war hat die Kinder und Jugendlichen schon sehr beschäftigt. Und die Folge war, dass wir im Kinder- und Jugendbereich 60% mehr Therapieanfragen hatten als vor der Pandemie. Und das ist auch ein Politikum an der Stelle, dass es keine zusätzlichen Therapieplätze geschaffen worden sind, dass eher im Gegenteil sozusagen abgelehnt wird, dass sich noch mehr Psychotherapeuten niederlassen. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr schlimme Entwicklung, gerade für die Ärmsten der Armen, für die Kinder, die sich gar nicht richtig zu helfen wissen. Generell ist es die Frage, wenn Sie auch nochmal vorhin so gefragt haben, wie ist das mit genetischer Veranlagung? Also es ist so, dass wir sagen, es gibt eine genetische Veranlagung, es gibt sogenannte Auslöser, das hatte ich schon vorhin immer gesagt. Und ja, das war ja vorhin auch noch eine Frage, es gibt in der Regel einen Auslöser für Erkrankungen. Und das ist wichtig, den auch zu finden. Also manchmal ist es dann das Mobbing in der Schule oder ja, in letzter Zeit war es auch der Ukraine-Krieg manchmal, ja, wo Jugendliche sich solche Sorgen gemacht haben und es gar nicht so einschätzen konnten, was da eigentlich passiert. Und das ist schon für die Arbeit von Psychotherapeuten wichtig, weil wir auch an diesen auslösenden Bedingungen mit den Jugendlichen arbeiten. Risikofaktoren zusätzlich zu den Auslösern, die wir haben, zu der genetischen Veranlagung, sind einfach geringe finanzielle Mittel, also Einkommen, ne, das kennen Sie alle, wenn man wenig Geld hat und die Wohnsituation eng ist und vielleicht die Kinder kein eigenes Zimmer haben und sich das zu dritt oder zu viert teilen und so weiter. Also da ist einfach die Konfliktwahrscheinlichkeit höher, auch gerade nochmal in Corona, wo ja auch viel zu Hause stattgefunden hat. Erkrankung der Eltern, das hatten wir gerade schon besprochen, sowohl psychisch als auch körperlich, ist ein Risikofaktor. Das heißt nicht, dass Kinder dann immer auch psychisch erkranken, aber es ist halt ein Risikofaktor. Dann Kinder mit chronischen körperlichen Erkrankungen. Ich habe hier einen Schwerpunkt, arbeite viel mit Kindern mit Medizintrauma, also die medizinische Behandlungen über sich haben ergehen müssen, manchmal direkt schon, als sie geboren wurden, manche auch in den ersten Lebensjahren, manche auch im späteren Verlauf, im Kindergartenalter, dass sie chronisch erkrankt wurden. Im Jugendalter haben wir dann die Diabetes als chronische Erkrankung, die sehr oft einhergeht mit psychischen Erkrankungen. Das heißt, Kinder und Jugendliche, die körperliches Leiden haben, haben auch oft psychisches Leiden. Und das ist etwas, was auch die somatischen Kollegen, also die Ärzte und Ärztinnen, die sich mit dem Körper sozusagen beschäftigen, ja, die haben das oft noch nicht so im Blick, dass wir eigentlich gemeinsam behandeln müssen. Also auf der einen Seite die körperlichen Erkrankungen gut im Blick zu haben und auf der anderen Seite aber auch zu merken, was macht das mit der Seele, was macht das mit der Psyche, wenn ich immer merke, ich muss mich immer wieder spritzen oder ich muss immer wieder ins Krankenhaus, ich muss immer wieder Operationen über mich ergehen lassen oder ich muss vielleicht eine Chemotherapie ertragen und kann in der Zeit zum Beispiel nicht in die Schule gehen. Ja, und da ist auch zum Beispiel digitales Lernen für die Menschen wirklich total toll, weil sie können sich digital im Unterricht zuschalten. Das ist eine Errungenschaft, ja, also für die Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen. Sie haben dann zumindest ein bisschen das Gefühl, sie können zumindest im Unterricht teilnehmen. Ja, also das
hat schon enorme Effekte sozusagen auf die psychischen, auf das psychische Leid. Frau Wolf. Ja, auch hier haben wir wieder ein paar neue Fragen bekommen, also beziehungsweise eine Auswahl, die ich jetzt vorstellen werde. Einmal die Frage, wenn ich als Elternteil mich selber sehr stark belastet fühle, darf ich das dann meinem Kind auch zeigen? Oder ist es besser für mein Kind, wenn ich quasi die starke Schulter gebe, beziehungsweise Sicherheit vermittle? Da war so die Frage, ob einfach das Kind Schaden davon nimmt, wenn es einfach sieht, dass auch Mama oder Papa vielleicht auch mal mit der Situation überfordert ist. Ja, das finde ich eine total wichtige Frage. Die Frage ist ja, was brauchen unsere Kinder von uns? Ja, was brauchen unsere Kinder von uns Eltern? Und die brauchen vor allen Dingen authentische Eltern. Und wenn ich belastet bin und meinen Kindern aber vorspiele, ich bin immer gut drauf, dann merken die, das ist nicht echt. Und das ist für Kinder noch viel schlimmer, als wenn Eltern einfach mal da sitzen und weinen und sagen, wir haben gerade total finanzielle Not. Ich weiß gerade nicht, wie ich das schaffen soll. Ja, und dazu verstehen Mama und Papa sich auch gerade nicht. Ja, weil Kinder spüren das sowieso. Ja, die Frage ist immer nur, wie dosiere ich die Wahrheit und die Belastung so, dass es fürs Kind gut annehmbar ist. Und da empfehle ich, die Kinder nicht anzulügen, sondern klar zu sagen, ja, stimmt, uns geht's auch gerade nicht gut und ich bin belastet oder wir sind belastet. Das ist eine unheimlich schwierige Situation. Das nimmt das Kind in ihren Gefühlen ernst. Aber auf der anderen Seite auch nicht jedes Detail zu erzählen. Also nicht zu sagen, und vielleicht habe ich keine Arbeit mehr und unsere Ehe ist vor dem Aus oder was auch immer, sondern das wirklich so dosiert zu verpacken, dass man das Kind an der Stelle auch nicht überfordert. Okay, dann haben wir eine Frage. Meine Tochter, 16, hat eine schwere Depression. Sie möchte mit uns Eltern leider nicht darüber sprechen. Wie können wir damit umgehen? Ich würde immer den Wunsch des Kindes akzeptieren, weil ich das so wichtig finde, wenn Kinder sagen können, ich kann da gerade nicht drüber sprechen, gerade geht es nicht. Und ich füge dann als Therapeutin oft ein Noch ein. Noch geht es nicht, aber vielleicht irgendwann. Und das ist dann häufig für Eltern einfacher zu akzeptieren, dass sie sagen, okay, Druck würde an der Stelle nur das Gegenteil bewirken. Wichtig ist, dem Kind zu vermitteln, wir sind da für dich. Wenn du reden möchtest, dann sind wir da, dann hören wir dir zu, auch ohne dich zu bewerten. Da erzähle ich nachher noch was dazu, wie man auch gut zuhören kann, wie man Kinder und Jugendliche gut begleiten kann, welche Sätze man auch vielleicht sagen kann, dass man die Kinder nicht überfordert oder sie drängt und unter Druck setzt und auf der anderen Seite trotzdem seine Präsenz zeigt und da ist. Aber ich finde, man muss es erstmal so akzeptieren. Okay. Dann zum Thema chronische Erkrankung. Kann ich vorbeugend als Eltern arbeiten, wenn mein Kind seit dem 9. Monat, jetzt ist es 5, unter einer chronischen Erkrankung leidet? Mhm. Ja, dass es gar nicht erst psychisch erkrankt wird, ne? Die beste Prävention ist, Kinder ernst zu nehmen, ihnen ehrlich Fragen zu beantworten, sie nicht anzulügen. Ich glaube, das ist das, was ich arbeite ja wirklich sehr, sehr viel mit diesen Kindern. Und die Eltern, die sagen, die, so hart es ist, aber ich sage mein Kind trotzdem, es muss morgen wieder ins Krankenhaus, ja, weil ich will es nicht anlügen. Vielleicht mache ich es erst 2 Stunden vorher und vielleicht, so, dass es auch für unsere Familie gut passt. Aber ich lüge mein Kind nicht an und sage auch meinem Kind nicht, es sind keine Schmerzen, wenn Schmerzen zu erwarten sind. Die Ehrlichkeit ist oft hart, aber ist die beste Prävention, um das Vertrauen zu erhalten. Ja, weil das ist ja das, was trägt durch die ganzen medizinischen Behandlungen, ist das Vertrauen und die Beziehung miteinander, dass ich als Kind weiß, ich vertraue meinen Eltern. Das, was die sagen, das stimmt auch. Die können nicht alles vorhersagen, aber die lügen mich auch nicht an. Und das andere Thema dabei ist zu gucken, gibt's Auffälligkeiten, gibt's Ängste, gibt's externe Berater und Möglichkeiten, wo wir uns nochmal dran wenden können, vielleicht auch Belastung zu verarbeiten. Ja, also so, dass ich gar nicht mehr mit meinen Altlasten da in die nächste Behandlung gehe, sondern die schon ein bisschen verdaut habe. Und da kann Psychotherapie auf jeden Fall hilfreich sein. Okay.
Dann haben wir noch eine weitere Frage, die gerade auch eingegangen ist. Meine Tochter, 2 Jahre und 8 Monate, sagt sehr oft weinend und schreiend, ohne für uns nachvollziehbaren Grund, schmeißt mich in den Müll, schmeißt mich raus aufs Gras. Zudem lässt sie manchmal ihre Hände ganz normal durch die Mama waschen, aber manchmal schmeißt sie sich auch auf den Boden, reibt ihr Gesicht am Boden und sagt, ich will schmutzig werden. Sie kann sich danach nicht beruhigen und sagt, bitte beruhigt mich. Muss ich mit meinem Kind zum Arzt? Und wenn ja, zu welchem? Ja, das würde ich abklären lassen, weil das nicht, weil ich das nicht unter normaler Entwicklung einordnen könnte. Ich denke, wichtig ist zu gucken, wie geht es dem Kind in den Einrichtungen, falls es in Einrichtungen geht, in außerhäusliche Betreuung, ne, dass man wirklich gut guckt, ist da alles soweit in Ordnung? Und das würde ich abklären lassen. Wichtig ist immer, wenn es psychische Auffälligkeiten gibt, dass alle somatischen und körperlichen Erkrankungen ausgeschlossen sind. Also auffälliges Verhalten kann auch entstehen, wenn meine Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Oder wenn Borreliose-Viren machen, können psychische Erkrankungen auslösen. Streptokokken können psychische Erkrankungen auslösen. Also gerade im Kindesalter müssen wir gut ausschließen, sind da vielleicht somatische Ursachen für verantwortlich. Und wenn das ausgeschlossen ist, das wird aber auch im Rahmen einer Psychotherapie veranlasst, dann kann man wirklich nochmal anders und genauer hingucken, was ist mit der Psyche des Kindes, was braucht das Kind und gibt es da eine Entwicklungsauffälligkeit oder eine Entwicklungsstörung sogar. Und da sind natürlich alle psychotherapeutischen Kolleginnen. Auch da ist es auch schwierig, glaube ich, für den Laien zu unterscheiden. Es gibt ja einmal die Kinderpsychiater. Das sind die Ärzte, die psychiatrische Weiterbildung haben. Und es gibt die Kinderpsychotherapeutinnen. Das sind die, die ganz und gar psychotherapeutisch arbeiten, ohne dass sie ärztlich arbeiten an der Stelle. Also sie verschreiben keine Medikamente und schreiben auch nicht krank, sondern sind ausschließlich für die Behandlung von psychischen Erkrankungen da. Okay, gut. Vielen Dank, das war's erstmal an dieser Stelle. Okay. Ich glaube, was mir nochmal so einfällt, wenn ich das von der Frage von eben, ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema auch, wie halte ich das aus, wenn mein Kind erkrankt ist? Das war ja auch nochmal so eine Frage, wie kann ich das eigentlich aushalten als Eltern, wenn mein Kind nicht mit mir sprechen will, wenn mein Kind gerade nicht mich als ersten Ansprechpartner hat, weil es sich vielleicht schämt oder weil es vielleicht auch mich schützen will. Auch das ist ein ganz großer Punkt, dass Kinder so, dass manchmal das Gefühl haben, sie müssten so ihre Eltern schützen. Und da kann ich einfach nur empfehlen, dass man sich auch als Eltern Unterstützung sucht. Also das kann eine gute Freundin sein, das kann jemand aus der Familie sein oder auch ein professioneller Psychotherapeut, Psychotherapeutin, weil auch das ist natürlich für Eltern unglaublich belastend, wenn Kinder erkrankt sind, aber man als Eltern erstmal überhaupt nichts tun kann. Das macht ja auch die Eltern total hilflos und es ist einfach ein sehr, sehr, sehr schlimmes Gefühl. Also das empfehle ich auch, das sehr ernst zu nehmen und sich da durchaus auch zu erlauben, sich da an der Stelle Hilfe zu suchen. Denn auch das hilft ja wiederum dem Kind. Ne? Wenn ich als Eltern für mich einen guten Weg finde, da für mich zu arbeiten und auch ein Vorbild bin, mir Hilfe suche, dann ist das ja einfach auch ja wiederum ein Modell für das Kind oder den Jugendlichen. Vielleicht nochmal dazu. Genau, da hatte ich schon ganz, ganz viel zu gesagt. Für mich ist das so ein Herzensthema, weil es ist einfach oft so, dass Kinder und Jugendliche so gesagt wird, ja, der hat ADHS, der hat Depressionen, der hat Angststörungen. Und dann werden so die Symptome gesehen und das Kind wird versucht, wieder ins Leben zu bringen, dass es sich wieder konzentrieren kann, dass es weniger Angst hat. Und manchmal kommt mir dabei zu kurz, das ist so ein bisschen Kritik, manchmal auch an meine Kollegen und Kolleginnen, so zu gucken, welchen guten Grund haben denn die Kinder und Jugendlichen, sich genau so zu verhalten? Wieso haben die Angst? Wieso haben die Depressionen? Und wir wissen heute aus vielen Studien, dass die Hauptursache für Depressionen und Angststörungen zum Beispiel belastende Lebensereignisse sind. Und die meisten Konzentrationsstörungen sind ja sind ein Teil von Erkrankungen von Depression und Angst. Natürlich gibt es auch das ADHS als psychische Erkrankung. Das hat aber nichts mit Belastung zu tun. Also eine
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, also das klassische ADHS, ist eine Erkrankung, die nicht ausgelöst wird über Belastung, sondern das ist eine Erkrankung, die mit bestimmten Verkettungen, Neurotransmittern im Gehirn zu tun hat und die einfach bestimmte Gruppen von Kindern betreffen, die überhaupt nichts dafür können, auch wo die Familien überhaupt nichts dafür können. So, das ist mir nochmal wichtig. Sobald Konzentrationsstörungen von Belastung ausgelöst werden, sind sie kein ADHS mehr. Nochmal ganz, ganz wichtig, weil das auch ganz oft verwechselt wird. Hier einfach auch nochmal ein paar Zahlen. Circa 30% dieser von diesen hochbelasteten Jugendlichen sind ängstlich, depressiv und einfach nochmal so ein bisschen als Hintergrund, dass einfach Belastungen auch Symptome machen. Viele Lebensereignisse, wie zum Beispiel Trennung von Eltern, Erkrankung von Eltern, Schulwechsel oder auch Mobbing, können Kinder gut bewältigen. Und dabei sind Sie einfach als Eltern total gefragt. Nicht jede Belastung wird gut verarbeitet, aber viele. Und wenn Eltern oder Bezugspersonen Nähe geben, fürsorglich sind, die Gefühle und Gedanken einordnen der Kinder, das, was ich ja vorhin schon gesagt hatte bei der einen Frage, wie machen wir das, wenn ich als Elternteil chronisch erkrankt bin? Wie können wir da präventiv gegenwirken, dass Kinder nicht psychisch erkranken? Dann ist es genau das Zuhören, das Einordnen, vielleicht auch sowas sagen wie, du bist nicht schuld, ja, sondern das ist einfach eine Erkrankung, die hat uns getroffen, aber da kann niemand was dafür. Das ist auch wichtig, das zu sagen, dass Kinder das schon mal gehört haben. Bindungsperson, das Bindungsnetzwerk zu erweitern. Also die Kinder haben mehr manchmal auch tolle Erzieherinnen in der Kita oder eine Babysitterin oder auch Lehrkräfte, die an der Stelle liebevoll und fürsorglich sein können, wenn Kinder unter Belastung leiden. Und das ist ganz maßgeblich entscheidend, wie schnell sich Kinder von Belastung erholen. Also wenn ein Elternteil zum Beispiel verstorben ist und Lehrkräfte fürsorglich damit umgehen, und Kinder auch vielleicht ein Stück weit mehr entscheiden dürfen, was am Unterricht nehme ich jetzt teil, was nicht, ja. Oder auch als der Krieg angefangen hat, war es ganz wichtig für die Kinder und Jugendlichen, dass Aufklärung erfolgt, dass es den Kindern zugehört wird. Und all das sind Faktoren, die sozusagen dafür sorgen, dass Kinder halt gerade nicht psychisch erkranken. Wenn jetzt wirklich traumatische Situationen sind, da vielleicht einen ganz kleinen Exkurs zu, ist es so, dass unser Gehirn so völlig überfordert ist. Also das kann gar nicht mehr Dinge einordnen, sondern versucht nur ganz, ganz schnell mit diesen furchtbaren Ereignissen fertig zu werden. Und die Person denkt dann auch sowas so, jetzt geht gar nichts mehr, alles ist aus, ich sterbe. Und diese traumatischen Ereignisse, die lösen oft psychische Erkrankung aus, nicht immer. Und dabei ist auch entscheidend, zum Beispiel Autounfälle werden zu 70% gut verarbeitet, lösen keine Symptome aus bei Menschen. Ja, und zum Beispiel Vergewaltigung, Missbrauch, sexuelle Gewalt löst genau zu 70-80% leider psychische Symptome aus. Ja, also das heißt, von Menschen gemachte Traumata sind einfach, menschgemachte Traumata lösen häufiger psychische Symptome bei Kindern und Jugendlichen und auch bei Erwachsenen aus als Unfälle, Erdbeben oder andere Naturkatastrophen. Ja, also wenn Ihr Kind da was erlebt haben sollte, sei es im Sportverein oder in der Verwandtschaft oder in der Schule, dann ist es schon ratsam, sich Hilfe zu holen und das einmal abklären zu lassen. Das hatte ich gerade schon gesagt, das kommt so der Punkt, vielleicht können wir noch mal gucken, ob es Fragen gibt. Also weil jetzt würde der Punkt kommen, was können Sie wirklich direkt als Bezugsperson tun, um Ihre Kinder zu begleiten? Und Frau Wolf hat sich auch wieder eingeschaltet, das heißt, es gab Fragen sozusagen. Schießen Sie durch. Stichwort Fragen, bin ich auf jeden Fall da. Sehr gut. Genau, und zwar kam die Frage, kann eine Leserechtschreibschwäche eine Folge einer psychischen Erkrankung sein? Und wenn ja, woran kann ich das erkennen? Nein. Ja und nein.
Also eine klassische LRF ist keine psychische Erkrankung, obwohl sie als psychische Erkrankung definiert wird, also in diesem ICD-10 auch. Sondern eine Leserechtschwäche ist genauso wie ich brauche eine Brille oder ich kann schlechter hören, eine Erkrankung, für die man nichts tun kann. Man kann versuchen, mit anderen Lernstrategien das ein Stück weit auszugleichen, das geht auf jeden Fall, aber es kann psychische Erkrankungen nach sich ziehen, ja, weil die oft zu spät entdeckt wird, weil die Nachteilsausgleiche nicht gut geregelt sind in den Schulen, also sehr unterschiedlich. Und weil Kinder, das ist ein Risikofaktor, ne? Ich erlebe immer wieder, ich bin anders, ich kriege das nicht hin, obwohl ich lerne, brauche ich viel länger oder mache viel mehr Fehler. Und das kann einfach ein Risikofaktor sein, Ängste zu entwickeln, Selbstwertprobleme zu entwickeln. Und aber es ist keine Folge von einer psychischen Erkrankung, das nicht. Was schon Folge von psychischen Erkrankungen ist, ist nicht die klassische Leserechtschreibschwäche, aber dass Kinder und Jugendliche, wenn sie erkrankt sind, psychisch nicht mehr auf ihre Leistung zurückgreifen können. Das heißt, das kennen wir alle, wenn wir belastet sind, wenn wir und nicht gut drauf sind, dann können wir einfach auch nicht so gut lernen. Wir können gut lernen, wenn wir nicht belastet sind. Und das ist auch total klar, weil in unserem Gehirn, wenn wir belastet sind, ist die Amygdala sehr, sehr aktiv. Das ist der Teil des Gehirns, der für Angst sorgt. Das ist auch hilfreich. Wenn ich Angst habe, dann bin ich immer so im Kampf-Flucht-Modus und kann mich verteidigen. Wenn ich jetzt aber lernen will und Mathe machen will und eine gute Klausur schreiben will oder Arbeit, dann brauche ich nicht Angst und Verteidigung, sondern brauche ich vor allem mein Langzeitgedächtnis. Und das ist ausgeschaltet in dem Moment. Das macht evolutionsmäßig Sinn. Wenn ich Angst habe, dass ein Säbelzahntiger kommt, dann ist es nicht so hilfreich, wenn ich erstmal lange darüber nachdenke, sondern dann muss ich mich möglichst schnell verteidigen können. Aber macht natürlich gerade bei psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen Probleme. Das heißt, die Leistung in der Schule kann beeinträchtigt sein durch psychische Erkrankungen und ist sie auch meistens. Okay. Eine andere Frage. Unsere 11-jährige Tochter ist seit der Isolation in der Corona-Zeit, mit der sie eigentlich sehr gut zurechtkam, sehr viel seltener mit ihren Freundinnen zusammen. Eigentlich will sie sehr oft allein sein, auch wenn ihre Freundinnen fragen. Ist das ein Zeichen für eine psychische Problematik? Wenn das Kind drunter leidet, ja. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. Gibt es einen Leidensdruck? Wenn Kinder und Jugendliche keinen Leidensdruck haben oder auch damit anderes Leid vermeiden, und damit meine ich zum Beispiel, ein Kind entwickelt unter den Kontaktbeschränkungen eine soziale Phobie, hat also Angst vor Kontakt mit anderen, dann sagt es mir vielleicht als Eltern, ich will gar nicht mit meinen Freunden Kontakt haben, aber eigentlich hat es ganz viel Angst. Und da plädiere ich immer an die Intuition der Eltern, dass ich sage, was ist denn ihr Gefühl? Ja, ist ihr Gefühl, dass ihr Kind wirklich nicht möchte und es irgendwie auch gerade die Freiheit, sich einfach mal ins Zimmer zurückzuziehen, genießt und einfach total viel liest und glücklich dabei ist? Oder haben sie eher das Gefühl, sie vermeidet damit etwas oder eher? Und dann wäre es hilfreich, mit dem Kind ins Gespräch zu gehen und zu erklären, dass es Ängste gibt, die hilfreich sind, weil man sich schützt. Es aber auch Ängste gibt, die eher nicht hilfreich sind, weil man etwas vermeidet, was man eigentlich mal schön fand. Ja, und dann könnte man gucken, ob das Kind sich vorstellen kann, da auch Hilfe anzunehmen, zum Beispiel von einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin. Und eine weitere und erstmal letzte Frage. Sie haben es gerade schon gesagt, das Thema Phobie. Wenn mein Kind von jetzt auf gleich eine Phobie entwickelt, wie zum Beispiel Spinnen, weist das dann auch auf eine Angststörung oder auf ein psychisches Problem hin? Es kommt darauf an, wie der Leidensdruck ist. Also bei Spinnen ist es ganz, ganz interessant, dass wir eine angelegte Spinnenphobie haben. Das heißt, wir haben vor Spinnen generell, auch wenn wir das gar nicht erlernt haben, aber das ist auch angelegt, mehr Angst als vor Kaninchen zum Beispiel. Weil Spinnen ja wirklich auch gefährlich sein können. So, wenn jetzt das Kind darunter leidet, weil es zum Beispiel nicht mehr rausgeht oder nicht mehr in den Keller geht und es gibt wirklich sehr
geprägte Arachnophobie, so heißt das ganz, ganz offiziell, dass man wirklich nicht mehr frei ist. Also man kann nicht mehr nach draußen gehen, nicht mehr in den Garten gehen, nicht mehr ins Gartenhaus gehen, nicht mehr in den Keller gehen. Und sobald es eine Einschränkung bedeutet für mich oder andere, dann müsste man es abklären lassen, ob es dann einer psychischen Erkrankung entspricht. Also immer dann, wenn Ängste Leid erzeugen. Okay. Ja, vielen Dank. Gerne. Das mit dem Leiterzeugen ist auch wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil Kinder ja nicht alleine leben. Die leben ja mit ihren Familien zusammen. Das heißt, die Kollegen im Erwachsenenbereich können dann immer sagen, gut, wenn du nicht leidest als Patient oder Patientin, dann brauchen wir auch nicht zu arbeiten. Im Familienbereich ist das ja anders, weil es kann ja sein, dass das Kind nicht leidet, aber zum Beispiel die Eltern oder die Geschwister. Ja, weil gerade zum Beispiel bei Zwangserkrankungen ist das relativ häufig, dass das Kind sagt, also ich habe da jetzt eigentlich keine Probleme mit, dass ich 2,5 Stunden morgens im Bad brauche. Ja, aber die Eltern sagen auf gar keinen Fall, weil erstens verbraucht das super viel Wasser, zweitens haben wir gar kein Familienleben mehr und drittens machen wir uns echt Sorgen um deine Haut und viertens steckt dann wirkliches Leid dahinter. Und dann macht es auch Sinn, jemanden von außen dazu zu holen, also Psychotherapeutin oder es gibt ja auch systemische Beraterinnen, die in den Familien arbeiten und gucken, wie kann auch dieses Leid in der Familie so verringert werden, also durch eine Einzelbehandlung, aber auch, dass der Patient oder die Patientin das auch einsieht und merkt, dass er oder sie erkrankt ist. Also auch da kann Psychotherapie bei helfen, das überhaupt so ein Gefühl, ein Verständnis dafür zu entwickeln. Okay. Also, es gibt so drei große Bereiche, woran Sie erkennen können, dass Ihr Kind möglicherweise psychisch erkrankt ist oder Auffälligkeiten im psychischen Bereich zeigt. Das ist einmal der große Bereich der Emotionen. Also das heißt, dass es Ängste gibt, dass sich die Kinder und Jugendlichen zurückziehen, sich isolieren, nicht mehr am Leben teilnehmen, nicht mehr zum Sport gehen, nicht mehr Musikunterricht machen, sich nicht mehr mit Freunden verabreden. Dann gibt es den Bereich der Trauer, also dass sie vermehrt weinen, dass sie so eine Verstimmtheit zeigen, aber auch Essstörungen, das passt da nicht ganz rein, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich einfach immer wieder merke, dass Essstörungen Symptom sind und nicht der Grund. Ne? Also dahinter steht häufig ein ganz doll emotionales Leiden, ganz viel Angst, ganz viel Traurigkeit. Dann der Bereich der Wut. Und da muss ich immer gut gucken, was ist das für eine Wut? Also ist das eine Wut, die auf irgendwas hinweist? Nämlich wie zum Beispiel familiäre Probleme oder Schulprobleme oder vielleicht sogar Gewalt, Missbrauch, was das Kind erfährt im Internet, im Sportverein oder wo auch immer. Das muss man ganz, ganz gut gucken. Oder auch so eine unterdrückte Wut. Die zeigt sich dann häufig so im Zwangsverhalten. Aber auch so diese Schwankungen, ne? Also die man im Jugendalter, das damals wird es dann auch schwierig, also was ist noch normal? Ja, also Kinder und Jugendliche sind emotional instabil einfach im Jugendalter, das ist ganz normal. Und auch da muss man wieder gucken, gibt es einen Auslöser, was steht dahinter, ist es normal pubertär oder ist es vielleicht auch ein Hinweis auf eine psychische Erkrankung und so eine ständige Gereiztheit, ne? Und da ist immer so das Alarmzeichen, wenn Kinder sich plötzlich verändern. Also so von einem auf den anderen Tag sich zurückziehen, nicht mehr ansprechbar sind oder wütend sind, dann kann das wirklich ein Alarmsignal sein. Und kleinere Kinder drücken Kummer häufig über körperliche Symptome aus. Also die haben häufig Bauchschmerzen oder Übelkeit oder Rückenschmerzen. Die Älteren haben häufig Kopfschmerzen. Also da erlebe ich ganz, ganz viel, wenn ich über diese körperliche Erkrankung arbeite. Also wofür stehen die Bauchschmerzen? Seit wann sind die da? Dass ich dann auch so ans eigentliche Leiden auch dann rankomme. Genau, und es ist halt häufig ist in dem Alter, wenn die Bauchschmerzen oder die Kopfschmerzen keine körperliche Ursache haben, hängen sie häufig eher mit Angst und Traurigkeit zusammen. Ne? Das ist also relativ häufig. Ein anderer großer Bereich ist die Mediennutzung. Das heißt,
Ich denke, für unsere Generation ist es wichtig, also ich weiß ja nicht, welche Generation die sind, aber ich hatte auf jeden Fall noch kein Smartphone auf dem Gymnasium. Das heißt, dass das heute natürlich ganz anders ist, also dass soziale Medien genutzt werden, dass sie auch Kontakt bedeuten, dass es einfach ein Medium ist, was mit Menschen, ja, was Kinder und Jugendliche nutzen, um mit Menschen in Kontakt zu sein, ist also allgegenwärtig. Und das mir immer wichtig ist zu unterscheiden, ist es Bildung. Also drehe ich zum Beispiel Videos oder mache Lern-Apps oder bin auch mit meinen Freunden in Kontakt oder konsumiere ich einfach Videos, Netflix oder was auch immer, Instagram. Ja, das heißt, da wirklich nochmal so zu unterscheiden, auch als Eltern und mit den Kindern auch ins Gespräch zu kommen. Was machst du da eigentlich mit deinem Telefon oder mit deinem Laptop oder wie auch immer? Und da wirklich auch zu schauen, wie kann man Konsum auch vielleicht ein bisschen verringern. Ein wichtiges Alarmsignal ist, wenn Kinder nicht mehr davonlassen können. Also wenn sie aggressiv werden oder sogar Schlafstörungen entwickeln. Was ich ganz spannend fand, ist letztens eine Studie gelesen, dass Kinder gar nicht so unbedingt Schlafstörungen entwickeln, weil sie zu lange an ihrem Handy sind, sondern weil sie immer wieder aufwachen, weil sie denken, es könnte jemand geschrieben haben. Also so dieses permanente im Kontakt sein müssen, gar nicht das Ding mal weglegen. Das könnte also auf jeden Fall ein Hinweis sein darauf, dass da eine psychische Erkrankung hintersteckt. Und dann wird es auch wirklich so ein bisschen gefährlich. Also wenn ich versuche, mich zu betäuben über Medien, ja, das ist ja ein bisschen wie so eine Droge und damit eigentlich Ängste, Traurigkeit versuche, so ein Stück weit zu vermeiden oder mich auch, weil ich zum Beispiel Angst habe, mich mit anderen Jugendlichen zu treffen, weil ich so denke, oh, was denken die von mir, wie finden die mich, ja. Also wenn das so eine Vermeidung wird über ständig im Computerspiel sein, in so einer Second Reality zu sein, um mich nicht mehr mit der eigenen Realität auseinanderzusetzen, dann ist es auf jeden Fall wichtig, da das Kind oder Jugendlichen mal vorzustellen und eventuell Hinweis auf eine psychische Erkrankung. Ha, das wusste ich doch, deswegen habe ich noch kurz gewartet, dass da eine Frage zu kommen. Ja, das ist so, das ist das Brennpunktthema, ja, weil das ist das Thema, wo Jugendliche ja einfach ganz, ganz viel Medien nutzen und wo Eltern oft hilflos daneben stehen. Und deswegen hatte ich mir schon gedacht, dass eine Frage dazu bestimmt kommen wird, Frau Wolf. Genau, also ich habe eine Frage zu diesem Thema, aber auch noch zwei andere Themen. Mhm. Wenn wir einmal direkt auf das Thema Medien gehen möchten, da wurde eingereicht, unser Kind ist ständig am Handy, in Klammern TikTok, Instagram, YouTube. Wenn ich den Umgang nicht reguliere, legt er es einfach nicht weg. Ich habe Angst, dass er abhängig wird. Ich möchte es aber nicht verbieten, da all seine Freunde online sind und diese Apps nutzen. Und er soll kein Außenseiter werden. Außerdem habe ich manchmal den Eindruck, dass er es auch als Möglichkeit nutzt, zu entspannen. Ja. Was kann ich tun? Ja. Ja, also erstmal finde ich das total toll, dass das Elternteil nicht sagt, das geht nicht, das finde ich nicht in Ordnung, sondern dass da so ganz viele Aspekte mit gesehen werden. Ja, also der eine Aspekt ist, andere machen es auch. Irgendwie ist das auch eine Entspannungsmöglichkeit. Mein Kind ist auch in Kontakt darüber mit anderen Kindern und Jugendlichen und trotzdem mache ich mir Sorgen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man das nebeneinander stehen lassen darf, dass man nicht sagt, jetzt gehe ich nur auf die Sorgen oder ich gehe nur auf den Kontakt oder ich gehe nur darauf, dass mein Kind sich entspannt, sondern was ich so wichtig finde an der Stelle ist, mit dem Kind ins Gespräch zu gehen. Ja, zu sagen so, wir müssen mal miteinander reden und genau diese Sorgen mit dem Kind zu teilen. In der Zeit des Gesprächs ist es auf jeden Fall auch gar nicht erlaubt, ein Handy zu haben. Ja, also wenn man darüber redet, und dann zu schauen und zu verstehen, wozu brauchst du das? Wozu ist das für dich gut? Was steht dahinter? Möchtest du damit was, ne? Und auch so ein Gefühl zu kriegen, vermeidet ihr Kind damit etwas? Und wenn Kinder normal einem Hobby nachgehen, wenn sie sich auch außerhalb von Schule treffen, wenn sie nicht nur am Handy sind, sondern was anderes, dann ist das auch erstmal in Ordnung. Ja, wichtig ist, dass sie nicht einfach das Internet regulieren und in einen Machtkampf einsteigen, sondern verstehen, ein Verständnis miteinander entwickeln und versuchen,
Verabredung zu treffen. Und es gibt auch, so finde ich, das finde ich auch nochmal ganz interessant, so kleine Tracker, die Sie auch auf Ihr Phone mal installieren können, um mal zu schauen, wie viel sind Sie denn bei Instagram, Twitter, Facebook und so weiter, um mal so das auch abzugleichen. Und da kommen manchmal auch ganz interessante Sachen raus. Und auch das kann man nehmen, um ins Gespräch zu gehen. Und vielleicht können Sie das auch von sich aus anbieten, zu sagen, boah, wenn ich auf Instagram bin, dann versinke ich da manchmal so. Ja, und dann scroll ich und denke ich so, krass, eine Stunde vorbei. Kennst du das von dir auch? Also, dass man weniger von dieser oben herunter Elternperspektive guckt, sondern eher ein Verständnis und eine Haltung versucht, zu Medien zu etablieren. Okay, eine andere Frage. Mein Sohn, 11 Jahre, kann sich in der Schule nicht konzentrieren und verliert ständig Arbeitsblätter, Unterlagen und so weiter, obwohl seine Lehrerin und wir als Eltern ihn auch unterstützen, wird es halt nicht besser. Und jetzt haben die Eltern die Befürchtung, dass da vielleicht eine psychische Störung oder Erkrankung hintersteckt. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, an wen sie sich wenden können, weil der Kinderarzt selbst ihr Anliegen nicht ernst nimmt. Ja, genau. Das ist halt das Gute bei Psychotherapeuten und Kinderpsychiatern. Sie brauchen nicht die Überweisung vom Kinderarzt. Sondern wenn Sie sich Sorgen machen und auch sagen, ich will es zumindest ausschließen, um mir dann am Ende nichts vorzuwerfen, dass man das hätte behandeln können, was wir vielleicht übersehen haben, kann man sich immer auch beim Kinderpsychotherapeuten vorstellen oder beim Kinderpsychiater. Wir haben das sogenannte Erstzugangsrecht. Das heißt, Sie können sich ohne eine Überweisung vom Hausarzt anmelden. Die Frage ist, wie schnell kriegen Sie einen Platz? Das steht ein bisschen auf dem anderen Blatt. Aber Sie brauchen nicht das Okay vom Hausarzt. Und ich finde das völlig legitim. Wenn ich Rückenschmerzen habe, gehe ich auch zum Arzt und lasse das einmal abklären, dass man auch über psychische Auffälligkeiten abklären lässt und da einfach guckt. Im besten Fall kommt nichts raus, dann muss man damit ein Stück weit leben lernen. Und möglicherweise gibt es aber auch nochmal einen Hinweis oder eine Idee oder eine Möglichkeit, dem nochmal entgegenzuwirken. Und das wäre doch schade, wenn man diese Möglichkeit nicht in Betracht zieht. Okay. Und dann noch eine erstmal letzte Frage. Mein Sohn ist 9 Jahre alt und er leidet unter Angststörungen. Als das Kind 3 Jahre alt war, gab es ein schlimmes Erlebnis. Und seitdem gibt es immer wieder Probleme damit, etwas Neues auszuprobieren. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie die Mutter bzw. der Vater das Kind durch diese Angst begleiten kann, weil sie ist ja nicht immer da oder er. Und das Kind macht halt ohne die Eltern keinen einzigen Schritt. Er möchte, das Kind sagt selber, dass es die Angst nicht mehr haben möchte und möchte auch, dass es aufhört. Aber jetzt ist so ein bisschen die Frage dahinter, wie man dem Kind dabei helfen, es unterstützen, dass diese Angst nicht mehr. Genau, ich denke, es ist so ein ganz wichtiger Blick, nochmal zu gucken, ist es wirklich ein Kind, was einfach ein Stück weit ein bisschen schüchterner ist oder ein bisschen ängstlicher ist, und dann kann man so ein bisschen unter dem Blickwinkel zugewandtes Zumuten arbeiten, also ein bisschen liebevolles Schubsen. Da macht jemand das Beispiel mit dem Schwimmbad, also wenn das Kind nicht schwimmen will, nicht ins Wasser schmeißen, das wäre nicht richtig, ja, aber auch nicht nie mehr ins Schwimmbad gehen, sondern mit dem Kind ins Schwimmbad gehen und sagen, komm, wir probieren mal aus und wir werfen mal einen Ball oder wir machen uns mal ein bisschen zusammen nass, also in liebevoller Begleitung Dinge sich zuzumuten, sich und dem Kind. Und das andere Thema ist, gibt es einen Auslöser für die Angst, der noch so präsent ist und der immer wieder präsent wird, sodass ich den erstmal bearbeiten muss, bevor ich mich neuem zuwenden muss. Und dann darf oder kann. Und dann würde ich schon empfehlen, dass, wenn das die Vermutung ist, dass man da noch mal einen Kollegen oder Kollegin aufsucht, die sich speziell mit dem Thema Belastung und Folgeerkrankung von Belastungen beschäftigt. Denn es gibt spezielle Methoden, wie man auch noch mal diese Belastung so verarbeiten kann als Erwachsener und auch als Kind, dass sie sich nicht mehr so schlimm anfühlen und auch ein Stück weit, ja, dass man ein Stück weit befreiter sich neuen Aufgaben zuwenden kann. Und da würde ich dann empfehlen, sich diesen Kollegen zuzuwenden. Und die findet man entweder unter dem Embria-Verband emdr-ia-embria.de oder auch über die Deutsche Gesellschaft für Psychotraumatologie, das ist die DGPT. Und da gibt es Therapeutinnen suchen und darunter findet man dann Kollegen, die speziell darauf, ja, spezialisiert sind.
Und zum Thema Medien fällt mir noch ein Literaturtipp ein. Da gibt es jetzt ein neues Buch, das ich gut finde und auch empfehlen kann. Das ist Begleiten statt Verbieten, so heißt es, glaube ich. Und das ist mit einem Vorwort von Verena Pauster, die ganz viel digitale Bildung erforscht, unterstützt, die Bundesregierung berät. Und das ist auf jeden Fall ein Elternratgeber, den ich an der Stelle auch empfehlen kann, wenn man sich da weiter mit beschäftigen möchte. Okay, ja, vielen Dank. Gerne. Der dritte große Bereich bei Kindern ist das Spielverhalten. Also wir können über das Spiel von Kindern ganz, ganz viel erkennen und sehen und wahrnehmen, wie sie Dinge verarbeiten, wie sie mit Dingen umgehen. Und wenn sich das Spielverhalten sehr verändert, wenn es aggressiv wird oder gewaltvoll wird oder wenn Kinder immer wieder Szenen so nachspielen, also die Kinder, die so Autounfälle haben, spielen zum Beispiel immer wieder das Spiel, das Auto fährt ins andere Auto rein, das Auto fährt ins andere Auto rein. Und das ist dann sozusagen etwas, wenn es immer wieder in dieser schlimmen Szene endet, sage ich mal, dann müsste man nochmal gucken, ist da vielleicht auch etwas nicht verarbeitet. Sie können das dann als Eltern so begleiten, dass sie das Spiel beenden. Und dann kam der Rettungswagen und hat das Kind gerettet oder hat dafür gesorgt, dass das Kind in ein Krankenhaus kommt oder so. Also da können Sie sehr, sehr viel drüber sehen. Und auch da, wenn sich das Spielverhalten sehr plötzlich verändert, dann unbedingt gucken, wie ist es in der Kita, wie ist es in der Schule, was für Belastung erleben Kinder dann auch vielleicht gerade. Ein Bereich, den ich jetzt hier nicht mit aufgenommen habe, aber den ich auch unfassbar wichtig finde, ist so das Schlafverhalten. Ich hatte es vorhin einmal schon so kurz, ne? Also hat das Kind Albträume, kann es einschlafen, kann es durchschlafen, weil wir können ja nur schlafen, wenn wir uns sicher fühlen. Das ist auch so von der Evolution übrig geblieben, dass wir ganz wachsam sind, wenn wir uns nicht wohl und sicher fühlen im Schlaf. Weil im Schlaf haben wir ja keine Kontrolle, da müssen wir uns ja komplett drauf verlassen, dass wir in einer sicheren Umgebung sind. Und übertriebene Albträume, also jedes Kind träumt mal von Monstern und jedes Kind träumt mal schlecht. Wenn das aber vermehrt ist und auch vielleicht ganz konkrete Szenen und Bilder enthält, wo das Kind sehr bedroht ist, dann könnte man auch nochmal gucken, gibt es irgendwie Hinweise darauf, dass es dem Kind vielleicht gerade an bestimmten Momenten oder Stellen nicht gut geht. Und dann wäre das auch sinnvoll, das abklären zu lassen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Also was können Sie denn ganz konkret tun, wenn Sie bei Kindern Anzeichen für psychische Erkrankungen bemerken? Wichtig ist, ins Gespräch zu gehen. Auch wie das vorhin so die Frage war, wenn Ihr Kind das erstmal nicht möchte, ist es ja die Frage, wie gehe ich ins Gespräch? Das eine ist ja, du redest nicht mit mir und dass man so Vorwürfe macht. Aber wenn Sie es schaffen, als Erwachsene eine Sprache zu finden, zum Beispiel, ich merke, dass du Kummer hast, ich merke, dass was anders ist, wie kann ich dir helfen, ich würde dich gern verstehen. Also sozusagen so offene Fragen zu stellen, Gesprächsangebote zu machen und natürlich dann auch zu respektieren, wenn Kinder das dann gerade noch nicht annehmen können. Aber sie merken sich oft das Gefühl, da ist jemand da und hat jemand zugehört. Das gilt auch für Lehrkräfte übrigens. Dass die ja einfach das Gefühl anbieten können, ich bin für dich da, auch wenn du es jetzt gerade noch nicht sagen kannst, was du brauchst. Erhöhter Medienkonsum, ne? Gaming nachts, also dass man da auch, dass sie einfach ständig übermüdet sind, dass sie gar nicht mehr loslassen können. Da ist es wichtig, das zu verstehen, was für ein Bedürfnis steht denn eigentlich dahinter. Das hatte ich vorhin schon so ein bisschen gesagt. Ne? Also gibt es da so eine, ist das Bedürfnis, Kontakt zu haben mit anderen Kindern und Jugendlichen, oder ist das Bedürfnis, etwas zu vermeiden, etwas zu betäuben, ja, was da ist. Das ist wichtig, so ein bisschen auch rauszufinden als Eltern und ein Gefühl dafür zu kriegen, ist das auch wirklich so. Und dabei ist auch wieder wichtig, Fragen zu stellen, ohne zu bewerten, ach, das ist doch nicht so schlimm, dass du da Angst hast, ne, das kriegen wir schon hin, sondern eher, was brauchst du, was kann ich tun, was macht dich da ängstlich, traurig oder wütend? Und auch da können Sie dann gemeinsam auch mit meinen Kollegen oder Kolleginnen nach Behandlungsmöglichkeiten suchen beziehungsweise Ideen entwickeln, was man da tun kann.
Wenn Kinder über einen längeren Zeitraum, also Aggressivität, Bauchschmerzen, Ängste, Albträume haben oder auch Auffälligkeiten im Spiel, dann kann es gut sein, dass sie sich dann auch Hilfe suchen können beim Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten. Und da einfach nochmal wichtig, weil das auch viele fragen, was passiert denn da eigentlich? Also was macht man denn da? Und das ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Kollegen oder Kolleginnen arbeiten. Aber in der Regel ist es so, dass erstmal ein Erstgespräch erfolgt. Ich mache das immer erstmal ohne Kinder, dass die Eltern sich da wirklich erstmal ganz frei erzählen können, ohne dass das Kind das immer alles gleich mithört. Und dann gibt es häufig so eine Diagnostik. Das heißt, die je nach Alter kriegen die Kinder Fragebögen und die Eltern Fragebögen. Das sind so ein standardisiertes Vorgehen, wie es ja auch in der somatischen Medizin dann, weiß ich nicht, was gibt es denn da alles, Röntgenbilder und Sonografien und so weiter. Das können wir natürlich nicht machen, aber wir gucken auch mit standardisierten Fragebögen, wie schätzen Sie das Verhalten von Ihrem Kind ein im Vergleich zu, weiß ich nicht, 1000 anderen Eltern. Und da kriegt man schon Hinweise darauf, ist dieses Verhalten jetzt noch altersangemessen oder auch nicht. Wichtig ist natürlich auch einfach unsere Einschätzung als Psychotherapeuten, aber das ist nochmal eine zusätzliche Hilfsmöglichkeit, dass wir auch nichts übersehen. Genau, wir spielen mit den Kindern, wir führen auch manchmal spezielle Tests durch, dann stellen wir eine Diagnose. Also wir Psychotherapeuten oder auch die Psychiater, diese Diagnose wird mit ihnen besprochen, es wird ein Behandlungsplan erstellt gemeinsam. Und ich hatte ja schon gesagt, es braucht keine Überweisung. Wir haben das sogenannte Erstzugangsrecht für Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten. Und wenn Sie aber sagen, das ist jetzt nicht ganz so das, was wir eigentlich wollen oder brauchen, dann können Sie auch zu Familien- oder Jugendberatungsstellen gehen. Die bieten zum Beispiel Gespräche an bei Trennung, Scheidung, bei Paarproblemen. Wenn Sie sich einfach mal einen Rat holen wollen, mein Kind ist einfach nicht vernünftig, was kann ich da machen? Oder es hält sich einfach nicht an Regeln, es kooperiert nicht, ich habe morgens oder mittags immer so einen Stress, es macht keine Hausaufgaben oder wie auch immer, dann können Sie auf jeden Fall auch Hilfe in Anspruch nehmen. Es ist kostenlos, weil es von den Steuergeldern finanziert wird und die Plätze dort kriegt man in der Regel auch deutlich schneller als beim Psychotherapeuten. Und Sie finden Beratungsstellen unter daje.de und da gibt es einfach immer ganz verschiedene. Es gibt auch Beratungsstellen für Transjugendliche, es gibt Beratungsstellen für Schulverweigerer. Also da finden Sie auf jeden Fall total viele verschiedene Möglichkeiten. Gibt es dazu Fragen? So. Zu den Fragen. Wir haben eine, die ist eingegangen und da war einmal die Frage, wenn festgestellt ist, dass mein Kind psychische Probleme hat, eine psychische Erkrankung hat, soll man dann die Schule und die Lehrer auch darüber informieren? Mhm. Macht das Sinn? Oder hat, also war jetzt auch ein bisschen, das wurde dann ein bisschen beschrieben, es geht halt um die Angst auch vor Stigmatisierung des Kindes. Mhm. Ja. Ich finde das sowohl als auch. Also es kommt drauf an. Das ist immer die Lieblingsantwort, glaube ich, von uns Psychotherapeutinnen. Es kann total hilfreich sein, wenn Lehrkräfte das wissen, was los ist. Also ich sage ein ganz spezielles Beispiel, was in meiner Praxis häufig ist. Das Kind ist missbraucht worden vom Musiklehrer, ja. Und in der Schule geht es in Biologie um Sexualkundeunterricht. Ja, da ist es einfach hilfreich, wenn die Lehrkräfte das wissen, ja, und das Kind zum Beispiel vorher rausziehen oder bestimmte Absprachen treffen mit dem Kind. Es kann aber auch zu Stigmatisierung kommen und das ist häufig dann, wenn Lehrkräfte so ein bisschen, so ein bisschen überengagiert sind. Also wenn sie dann sofort mit der Klasse zum Thema psychische Erkrankung arbeiten, so irgendwie ganz viele Menschen ganz unkontrolliert wissen. Also was ich empfehle ist, mit einer Lehrkraft ins Gespräch zu gehen, damit die weiß, was los ist, und dieser Lehrkraft ganz genau zu sagen, was man möchte und was man nicht möchte. Also wirklich auch zu sagen, wir möchten nicht, dass das mit den Schülern besprochen wird. Wir möchten, wenn, dass es in ihrem Kollegium auf die und die Art und Weise besprochen wird.
Sie sind überhaupt nicht verpflichtet, Lehrkräften davon zu erzählen. Ja, es kann auch manchmal einfach gut sein, bestimmte Dinge für sich zu behalten. Aber manchmal ist es für die Kinder und Jugendlichen einfacher, wenn es eine Person gibt, die das Verhalten zum Beispiel einschätzen kann und auch nochmal hilfreich an der Seite stehen kann. Das andere ist das Stigma, und das verstehe ich total, weil das leider immer noch so ist, auch wenn das natürlich in meiner Welt, ich das überhaupt nicht mehr als Stigma erlebe, aber ich weiß das natürlich, dass es noch so ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man auch gut abwägt. Ne? Also stelle ich mein Kind jetzt bei jeglichen Therapien vor, also Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Psychotherapie. Ja, da hat das Kind dann irgendwann mal das Gefühl, oh Gott, ich bin aber jetzt irgendwie total krank und gar nicht mehr normal, dass man da auch wirklich guckt, dass man den Kindern nicht zu viel zumutet. Und auf der anderen Seite, finde ich, können sie auch ein gutes Vorbild sein, zu sagen, wieso kann ich nicht mit einer Depression genauso mir Hilfe suchen wie mit einer Rückenerkrankung? Ja, wieso kann ich nicht mit Kopfschmerzen psychisch genauso zu einem Arzt gehen wie mit Kopfschmerzen, die von Verspannung herrühren? Ja, also auch als Eltern da zu entstigmatisieren, zumindest im Familienkreis mit dem Kind und mit Schule so sich vorzutasten und zu schauen, wie reagieren die da drauf, und ganz klar zu sagen, was man will und was man braucht für das Kind. Okay. Eine weitere Frage ist, wo kann man eine Leserechtschreibschwäche diagnostizieren lassen? Mhm. Unser Kinderarzt verweigert das. Ah ja, der Kinderarzt kann das überhaupt nicht verweigern. Das ist schön mit den Kinderärzten. Also Kinderärzte können total viel. Und das ist, ne, die sind auch oft die ersten Ansprechpartner. Aber Leserechtschreibschwäche, ob sie als Eltern entscheiden, ob das eine Diagnostik erfolgen kann, entscheidet überhaupt nicht der Kinderarzt. Sie können sich bei Kinder- und Jugendpsychiatern vorstellen. Die haben auch häufig ein ganz gutes System. Also die haben dann schon gleich die Kollegen und Kolleginnen, die dann die Testungen machen, und die schreiben dann auch die Gutachten, wenn es denn darauf ankommt. Ich biete das zum Beispiel nicht an, weil mir diese Vielzahl von Tests auch zu teuer ist und sich das für meine kleine Praxis nicht lohnt, weil ich nur mit einem ganz bestimmten Klientel arbeite. Also in der Regel Vorstellung bei Kinder- und Jugendpsychiatern und dann Testung und gut, und da brauchen Sie keine Überweisung und nichts. Das muss Ihr Kinderarzt noch nicht mal wissen. Gut. Dann eine Frage, geht ein bisschen in eine andere Richtung. Meine Tochter ist hochsensibel. Ist die Gefahr, dass negative Erlebnisse sich auf ihre psychische Gesundheit auswirken, größer als bei anderen Menschen, die nicht hoch sind? Ja, also es ist so, dass, das hatte ich ja vorhin auch schon einmal gesagt, dass nicht alle Kinder Belastungen gleich verarbeiten. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die das beeinflussen. Das eine ist das Temperament. Also wie sensibel bin ich? Wie verarbeite ich Dinge? Also es gibt Kinder, die sind unfassbar reizoffen, die nehmen alles so mit. Und es gibt Kinder, die sind so von sich aus so, die können ganz, ganz viel abschirmen. Und natürlich Kinder, die sehr offen sind für Reize, die auch sehr sensitiv sind, die sehr viel wahrnehmen. Ja, da ist auch eine größere Gefahr, dass die auch bestimmte Belastungen natürlich mehr aufnehmen als andere Kinder. Aber das Hauptkriterium ist eigentlich nicht unbedingt das Temperament. Das Hauptkriterium ist, wie viele Belastungen und wie starke Belastungen die Kinder erleben. Also wenn sie gut und sicher gebunden sind und wenn sie gute, also feinfühlige Bezugspersonen haben, die nicht nur schützen, sondern auch zumuten, die da sind und begleiten, dann haben Kinder eine sogenannte Resilienz. Also sie entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Widerstandsfähigkeit gegen psychische Erkrankungen. Und das ist das, wo ich sage, egal ob ihr Kind eher so ein draufgängerisches Temperament hat und eher dazu neigt, sich ständig in Unfälle zu verwickeln oder in irgendwelche schlimmen Situationen, oder ob es sehr sensibel ist und sehr sensitiv. Sie als Eltern können diese Sicherheit mit ihren Kindern schaffen. Und das ist das hauptausschlaggebende Kriterium. Und jetzt wird nochmal nachgefragt, was denn der Unterschied ist zwischen Psychiater, Psychotherapeut und Psychiater. Ach ja, ich weiß, dass das so schwer ist. Oh, das tut mir auch immer wieder so leid. Und dann gibt es ja noch alle verschiedenen Verfahren, die Tiefenpsychologen, die Verhaltenstherapeuten, die Analytiker. Also ganz, ganz grob ist es so, es gibt die Psychiater und es gibt die Psychotherapeutinnen.
Und die Psychotherapeutinnen, die können vorher studiert haben, Pädagogik oder Psychologie. Also ein Psychologe ist erstmal nur ein Psychologe, der ist kein Psychotherapeut. Das heißt, ein Psychologe darf in der Forschung arbeiten oder in Unternehmen, aber er darf keine Menschen behandeln. Ja, das darf man nur, wenn man eine Weiterbildung gemacht hat, eine psychotherapeutische Weiterbildung. Und das Ende dieser psychotherapeutischen Weiterbildung ist die Approbation. Und das ist auch das Gütekriterium. Also Ärzte haben eine Approbation, das heißt eine Erlaubnis, Menschen zu behandeln. Und Psychotherapeutinnen haben das auch. Aber wer es zum Beispiel nicht hat, sind zum Beispiel HeilpraktikerInnen. Die haben keine Approbation. Und eine Approbation gibt mir die Möglichkeit, mit der Krankenkasse abzurechnen. Und es ist einfach eine Ausbildung, die einfach sehr langwierig ist, die ein Studium voraussetzt. Und an der Stelle, natürlich gibt es auch schwarze Schafe unter Ärzten und Psychotherapeutinnen, das ist gar nicht die Frage. Aber sie aber müssen nach einem Standard arbeiten, der wissenschaftlich belegt ist. Und das ist für sie als Eltern wichtig. Alles das können sie sich auch so merken, was von der Krankenkasse bezahlt wird. Die psychischen Erkrankungsleistung ist in der Regel ganz gut. Und die Psychiater sind die Ärzte und die Psychotherapeutinnen sind Psychologen oder Pädagogen mit einer dementsprechenden Weiterbildung. Und es wird trotzdem noch viele Verständnisdinge geben. Und Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Analyse ist alles Psychotherapie. Es ist ein bisschen unterschiedliche Ansätze und Schwerpunkte. Aber das ist auch nicht mehr so, diesmal vor 50 Jahren war das verschwimmt auch miteinander. Okay. Dann haben wir noch eine Frage. Meine Frau hat eine Wochenbettdepression gehabt und kann sich seitdem auch kaum um unsere Zwillinge kümmern. Sie sind mittlerweile 5 Jahre alt und haben halt daher keinen Bezug zur Mutter und sind auch respektlos. Wie wahrscheinlich ist es daher, dass unsere Zwillinge gegebenenfalls psychische Probleme entwickeln und wie kann man vielleicht dagegen steuern? Ja, ach, das tut mir leid. Diese postpartalen Depressionen, die sind ja wirklich hart. Das ist so schwierig zu sagen mit wenig Informationen. Vielleicht so ganz, ganz grundlegend auch so zu merken, zu sagen, ich nehme das als einen Risikofaktor an, dass jemand in unserer Familie erkrankt ist. Das ist erstmal schon mal sehr, sehr wichtig. Und dann ist wieder der Blick aufs Kind. Mache ich mir Sorgen um die Kinder, entwickeln die Auffälligkeiten. Wenn es familiäre Streitigkeiten gibt, wenn die Mutter abgelehnt wird, wäre das jetzt für mich einfach wirklich, aus dem ersten Impuls heraus eher auch ein Grund zu sagen, ich stell mal vor, ja, und vielleicht nicht beim Kinderpsychotherapeuten, das kann auch eine Familienberatungsstelle vielleicht machen, ein systemischer Therapeut, der da arbeitet, also ein Familientherapeut, der vielleicht bei einer Erziehungsberatungsstelle arbeitet, einfach mal zu gucken, wie können wir als Familie da auch wieder miteinander anders ins Gespräch kommen, miteinander in Kontakt kommen, die Kinder nochmal das vielleicht auch zu erklären, eine andere Form von Beziehung einzugehen, miteinander von Bindung aufzubauen. Aber das hört sich schon so an, als wäre das vielleicht nochmal eine Chance, da auch ja Bindung nochmal anders zu leben. Okay, vielen Dank. Ja. Genau, das waren jetzt ja die Fragen. Ich wollte hier nochmal einmal ganz, ganz wichtig darauf kommen, was sind so Grundsätze, wenn Sie mit Menschen mit psychischen Erkrankungen in Kontakt gehen? Und weil es immer so viele Verunsicherungen gibt und immer so die Frage, was mache ich denn eigentlich? Wie gehe ich damit um? Was sage ich? Was tue ich? Was lasse ich auch? Und dann entsteht oft so eine Hilflosigkeit. Und dann machen viele so gar nichts, übergehen so aus dem Kontakt. Und deswegen habe ich so ein bisschen überlegt, was sagen mir meine Kinder und Jugendliche, was ich vielleicht ihnen weitergeben kann, was man machen sollte und was nicht. Also, was man nicht machen sollte, ist zu sagen, warum? Warum hast du nicht mit mir gesprochen? Warum hast du das so lange geheim gehalten? Warum hast du nicht mich gefragt oder dir bei mir Hilfe gesucht? Sondern eher zu sagen, ich bin da, ich bin an deiner Seite, egal was passiert, ich begleite dich dadurch. Das ist etwas, was mir die Kinder und Jugendlichen erzählen, was ihnen sehr, sehr, sehr gut tut.
Was ihm überhaupt nicht gut tut, ist, wenn so bagatellisiert wird, ach na ja, komm, also Monster gibt's doch nicht und hab doch mal nicht so eine Angst. Oder auch zu sagen, Mensch, das ist doch so lang her, das ist doch nun wirklich nicht mehr schlimm. Sondern eher zu sagen, ja, was kann ich denn für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich an deiner Seite sein? Dass du die Schritte gehst, ja, also wie zum Beispiel schwimmen oder eine Spinne angucken oder wie auch immer, ohne dass man das aber so runterspielt. Ne? So, weil das ist ja das Gefühl des Kindes. Und wenn ich das Kind oder den Jugendlichen nicht ernst nehme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie sich selber auch nicht ernst nimmt, natürlich irgendwann auch relativ groß. Was auch immer gerne gemacht wird, ist, so entschuldigend so zu suchen. Hättest du doch einfach das und das gemacht, hättest du doch einfach mehr gelernt, hättest du doch einfach dich mal mehr melden können, hättest du doch einfach mal Nein sagen können, wird auch ganz oft gesagt. Sondern, Mensch, da hast du echt richtig Probleme gehabt mit deinen Mitschülern. Darf ich für dich deine Lehrerin anrufen? Wollen wir da nochmal mit deinen Mitschülerinnen sprechen? Weil ich merke einfach, das ist für dich echt gerade richtig, richtig schwer. Also da als Eltern auch nochmal wirklich an der Seite seiner Kinder zu sein. Bei Schuld geben die sich oft selbst. Ja, also das nennt sich dann, wenn man es bei sich hat, ja nicht Schuld, sondern Scham. Also Kinder und Jugendliche haben ja oft das Gefühl, dass sie Dinge auch falsch machen und nicht in Ordnung sind. Auch wenn man es ihnen manchmal nicht anmerkt, haben sie dennoch oft das Gefühl, dass sie Teil der Gruppe sein wollen, es vielleicht manchmal nicht so hinkriegen. Jetzt reiß dich mal zusammen und denk mal an was anderes als die Angst und dann schaffst du das schon mit der Spritze oder was auch immer, was du dann jetzt gerade Angst hast, sondern was könnte für dich ein erster Schritt sein? Das gilt genauso für die Hausaufgaben, ne? Wenn Kinder so sagen, oh, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bin so blöd oder nicht in Ordnung, Angst kriegen. Psychische Symptomatik äußert sich ja häufig auch einfach im Alltag. Dann wirklich so zu gucken, was ist ein erster Schritt? Wo kann ich dir helfen? Was ist möglich? Ja. Was auch in Kommunikation sehr, sehr häufig passiert, ist, dass Menschen gar nicht so lange bei jemand anders bleiben können, sondern sehr schnell bei sich selbst sind. Also dann nicht sagen, Mensch, magst du was erzählen? Wie ist das für dich? Vielleicht 2, 3 Fragen stellen, sondern sehr schnell sagen, also bei mir ist es so und bei mir ist es so. Und zwar nicht im Sinne von, man nennt das so Sharing, also im Sinne von, ich erzähle dir was von mir, damit es dir leichter fällt, von dir zu erzählen, sondern das sind dann so Kommunikationen, die sehr einseitig sind im Sinne von, naja, ich nutze das jetzt, um eigentlich selber eine Bühne zu kriegen und von meinen Problemen zu erzählen. Und das ist wenig hilfreich, beziehungsweise wenn es dann noch darin endet, dass es dann so ein Battle gibt, wer ist erkrankter oder wem geht es schlechter, dann ist das wirklich also irgendwann dann gar nicht mehr richtig hilfreich. Genau, das vielleicht so ein bisschen als Impuls, als Anregung. Genau. Dachte ich, jetzt kann man, genau, das jetzt ist Zeit für die Fragen. Ich gucke nochmal, ob ich das hier irgendwie so verändern kann, dass ich dass ich die Folie ausblende. Aber gut. Okay. Ja, Frau Wolf, gibt es denn noch Fragen zu den letzten Folien oder zu den Themen, die wir besprochen haben? Ja, also die ein oder andere Frage haben wir auf jeden Fall noch im Petto. Und zwar haben wir bekommen, mein Kind haut mit dem Kopf immer wieder auf den Boden, wenn es sich ärgert oder anscheinend unzufrieden ist. Wir sind ratlos, sie soll sich nicht verletzen, aber wir wissen nicht, wie wir damit umgehen können. Ist das bereits ein Zeichen einer Störung? Wie alt ist das Kind? Haben die das dazu geschrieben? Er steht da leider nicht bei. Ich vermute jetzt fast wahrscheinlich so Kindergartenalter, vermute ich mal. Also Kinder gehen in der Autonomiephase, und die kann durchaus lange dauern, sehr unterschiedlich um. Und in der Regel ist es aber so, also auf Kopf auf den Boden hauen und so weiter, das muss nicht auffällig sein. Das kann noch alles sehr normal sein. Die Frage ist ein bisschen, wie oft ist das? Ja, und verletzt sich das Kind dabei selber? Ja, dann würde ich vielleicht schon noch mal gucken, dann eher vielleicht zu einer Erziehungsberatungsstelle zu gehen, erstmal drauf zu gucken, können wir da noch ein bisschen was ändern an dem, wie wir mit dem Kind in Kontakt gehen. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, also von außen kann ich jetzt nicht sagen, ist es jetzt auffällig oder nicht. Ich glaube halt, dass Eltern auch
eigentlich ein ganz gutes Gefühl für ihre Kinder haben. Und ich finde das eigentlich auch nicht schlimm, zu sagen, wir als Eltern gehen jetzt mal in eine Beratung, Erziehungsberatung etc. und fragen mal, ist es noch normal oder muss ich schon was machen? Ja, und meistens kann man auch was machen. Also auch, ne, man kann ja nicht nur was verändern, wenn es jetzt eine Diagnose gibt, sondern wenn ich immer wieder so in diese Konflikte komme mit meinen Kindern, weil sie immer wieder so in krasse Autonomiephasen haben, weil sie massive Wutanfälle haben, weil sie sehr impulsiv sind, weil sie sich sehr schwierig regulieren können. Das kann super, super anstrengend sein. Ja, und da an der Stelle nochmal jemanden zu haben, mit dem man darüber sprechen kann und der vielleicht nochmal sagt, Mensch, das ist normal und dennoch einem vielleicht ein paar Tipps an die Hand gibt, wie man da besser durchkommt, das kann ja wirklich nur von Vorteil sein. Okay. Eine andere Frage, was tun, wenn man sehr genau sieht, dass das Kind Hilfe braucht, aber das Kind keine Hilfe haben möchte? Ja, das ist total hart. Ja, das kommt dann natürlich darauf an, wie massiv gefährdet das Kind ist. Ja, also wenn das Kind sich gefährdet über zum Beispiel Drogenkonsum, sie sich auch das Gefühl haben, es geht auch vielleicht in eine selbstgefährdende Richtung oder das Kind vielleicht auch sehr wütend wird, sehr aggressiv wird, dann hat das Kind an irgendeiner Stelle auch nicht mehr so das Mitspracherecht, ob sie als Familie Hilfe annehmen. Ja? Und dann ist nicht unbedingt ein Psychotherapeut, Psychotherapeutin die erste Ansprechperson, also kann natürlich auch sein, aber wenn das Kind da überhaupt nicht hin will, ja, sagt, ich rede mit der nicht, kannst du machen, was du willst, ja, dann wäre das Jugendamt eine Möglichkeit. Ne? Das Jugendamt hat halt einfach noch ein paar andere Möglichkeiten. Das kommt zum Beispiel nach Hause, das hat externe, hat Helfer und Helferinnen, die sozusagen dann auch nach Hause kommen, Jugendhilfemaßnahmen, die nochmal weiterreichender sind als reine Psychotherapie, weil bei Psychotherapie ist es so, es ist eine freiwillige Geschichte. Also wenn die Kinder sagen, wir wollen das nicht, dann können sie relativ wenig machen. Und dann empfehle ich häufig die Kontaktaufnahme zum Jugendamt. Okay. Dann eine weitere Frage. Meine Tochter ist 7 Jahre alt und dieses Jahr zur Schule gekommen. Sie hat es sehr schwer gehabt, sich von ihrer geliebten Kita und ihrer Erzieherin zu trennen. Und seit sie in der Schule ist, möchte sie wieder viel bei den Eltern im Bett schlafen, kuscheln und Aufmerksamkeit bekommen. Sie ist auch viel gereizter und zickiger seitdem. Und jetzt fragt die Teilnehmerin, wann es denn Zeit ist, sie vielleicht jemanden vorzustellen oder ob das sich vielleicht von alleine auch wieder geben könnte. Also meine Erfahrung ist, es gibt sich von alleine. Diese Wechsel von Kita in die Grundschule und von Grundschule auf die weiterführende Schule sind ein riesen Einschnitt für die Kinder. Also diese Kita-Zeit, wo die Kinder sehr liebevoll häufig, sehr eng betreut werden, wo sie ganz frei spielen können, hin zu einer Grundschule, wo sie Stunden sitzen müssen, wo sehr viel von ihnen gefordert wird. Es sind ja oft auch, also viele Grundschulen sind mittlerweile auch sehr, sehr groß. Es ist ein Riesensprung für die Kinder. Und wir haben ja jetzt erst ein paar Monate Schulanfang. Also meine Empfehlung wäre, das genau mitzugehen. Also jegliche Kampfsituation auszusteigen, ziehen Sie Ihr Kind morgens an, wenn es das nicht schafft, weil es einfach noch viel zu früh ist oder wenn es mittags die Hausaufgaben nicht schafft, dann kochen Sie erst einen Kakao, lassen Sie Ihr Kind auch wieder ein paar Monate oder ein paar Wochen im Bett schlafen. Natürlich nur, wenn Sie das auch selber gut aushalten. Aber die brauchen oft ganz, 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 ganz viel. Wir unterschätzen das manchmal einfach auch als Eltern, was für eine große Leistung es ist, da so viele Stunden mit so unterschiedlichen Bezugspersonen zu sitzen, das ist schon hart. Und da, dass sie da auch reagieren drauf, ist aus meiner Sicht häufig eher ein Zeichen, dass sie gesund sind, ja, dass sie nicht alles so mit sich machen lassen, sondern dass sie eigentlich auch angewiesen sind auf Bezugspersonen. Und diese Übergangsphasen sind ganz normal. Okay. Dann eine Frage. Mein Kind, 11 Jahre alt, ist alles egal. Geschenke, Aktivitäten, die eigene Geburtstagsfeier. Mein Kind hat keine wirkliche Meinung dazu. Es ist ihm gefühlt nichts wirklich wichtig. Ich mache mir Sorgen, dass irgendwas nicht in Ordnung mit ihm ist.
Ja, auch da die Frage, leidet das Kind darunter oder ist das eher unsere Wahrnehmung als Eltern? Also sind wir diejenigen, die sagen, oh, das ist, uns ist das so wichtig, also gehen wir automatisch davon aus, dass es unserem Kind auch so wichtig ist. Ja, und ist das Kind aber vielleicht ganz anderes Temperament oder hat ganz andere Werte? Das ist so die eine Frage. Die andere Frage ist, hat es sich plötzlich verändert? Also war es bisher alles so, dass das Kind das gut fand und jetzt auf einmal nicht mehr? Oder ist es so, dass sie irgendwie auch einen Leidensdruck spüren dabei und das Kind das aber vielleicht so auf den ersten Blick nicht sagen will? Oder muss man vielleicht auch gucken, hat das Kind vielleicht eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, also im Sinne von Autismus etc. Also wenn sie sich da Sorgen machen, würde ich auch an der Stelle eher vorstellen. Um das einfach zu klären, welches Thema ist es. Weil dann weiß man, das ist es nicht. Und es kann ja auch manchmal hilfreich sein, zu wissen, okay, das ist es nicht. Mein Kind ist halt so. Und dann lernen wir damit zu leben. Okay. Und grundsätzlich kam auch nochmal das Thema auf, wann halt ein Verhalten bedenklich ist. Also wann so dieser Punkt gekommen ist, dass man vielleicht wirklich externe Hilfe in Anspruch nehmen sollte, oder ob es vielleicht einfach nur eine Situation ist, die sich vielleicht durch eine Begleitung der Eltern auch wieder ergeben kann, dass sie sich quasi wieder verändern. Ja, also wir Eltern dürfen uns da natürlich nicht unterschätzen. Ne? Eltern sind sozusagen die wichtige Bezugspersonen, wichtige BegleiterInnen im Leben der Kinder. Das kommt sehr, sehr darauf an, wie massiv die Auffälligkeiten des Kindes sind, wie sehr das Kind darunter leidet und wie oft es zum Beispiel auch bestimmte Belastungen erlebt hat. Also zum Beispiel, sage ich mal, ein Umzug im Leben eines Kindes ist jetzt vielleicht ein kleiner Risikofaktor, kriegen die aber gut hin. Wenn ein Kind jedes Jahr in eine andere Stadt zieht, wird es schwierig. Ja, dann kriegen wir es vielleicht nicht mehr durch Begleitung alleine hin, sondern dann braucht das Kind vielleicht noch externe Hilfe. Die Frage ist ja immer ein Stück weit, wie verarbeiten wir Belastung? Und in der Regel ist es so, dass wir durch Begleitung und liebevolles Zuwenden sehr, sehr vieles gut verarbeiten können. Das hätten wir auch evolutionsmäßig gar nicht überlebt. Ja. Und einige Belastungen, die wir aber im Gehirn oder die wir einfach sozusagen emotional abspeichern, die bleiben auch immer emotional. Ja, und dann muss man mitunter gucken, dass man mit Hilfe diese Belastung nochmal so verarbeitet, dass sie gut ins Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Ich nenne ein Beispiel, Mobbing in der Schule. Kind wird gemobbt, verhält sich danach ein halbes, dreiviertel Jahr auffällig und danach aber nicht mehr. Ja, also die Eltern haben es geschafft, die Schule hat reagiert, Eltern haben es geschafft, dem Kind eine Sicherheit zu vermitteln, Kind konnte es gut verarbeiten. Ja, es gibt aber auch Kinder, die haben immer wieder Angst vor Gruppen, die haben immer wieder Angst davor, sich in Kontakte zu begeben, Angst vor der Schule und das geht so gar nicht weg. Ja, und dann wäre es schon wichtig, sich Hilfe zu suchen. Also aushalten, aber nicht zu lange. Und oft haben sie das auch ganz, so ganz selbst in der Hand, weil wenn sie sagen, so jetzt möchte ich mich vorstellen beim Psychotherapeuten, bei meinem Kind, dann haben sie oft noch Wartezeiten vom halben bis dreiviertel Jahr. Ja, also es ist dann auch eine ganz natürliche Zeit des Aushaltens oft noch gegeben. Nicht immer, aber öfter. Okay. Dann haben wir gerade noch eine weitere Frage bekommen. Meine Tochter, 14 Jahre, ist schnell gereizt und sagt bei Konflikten oft, dass sie uns hasst und beendet diese Konflikte dann, indem sie weggeht. Sie sieht die Ursachen nie bei sich selbst. Sie meint immer, es liegt an den Eltern. Und jetzt die Frage, wie können wir hier wieder in guten Kontakt mit dem Kind kommen? Sollten wir uns externe Hilfe suchen? Also ich bin ein großer Fan von externer Hilfe und Moderation. Also wenn Kinder und Jugendlichen das mitmachen, weil oft ist das ja genau so, dass wir immer wieder in die Muster einsteigen. Also auch wenn wir es gar nicht wollen, wenn wir uns vornehmen und jetzt machen wir es mal ganz anders. Und da kann es ganz, ganz hilfreich sein, wenn jemand von außen das Gespräch ganz anders aufbaut. Gar nicht so, jetzt setzen wir uns hin und reden über unsere Probleme, sondern viele, gerade auch Familienberater in Beratungsstellen, die würden auch erstmal sowas fragen, was mögt ihr eigentlich aneinander? Oder was ist euch miteinander wichtig? Was schätzt ihr und wie könnte das zukünftig aussehen und so weiter. Also wir gehen von dieser Problemtrance weg. Und manchmal schafft man das einfach nicht alleine.
Und von da an ist das gar nicht so ein Defizit, sich jemanden zu holen, sondern es ist einfach auch eine es kann eine unheimliche Chance sein, miteinander wieder anders in Beziehung zu kommen. Und wenn man das nicht macht, empfehle ich, dass man sozusagen eine kleine Übung miteinander macht, wenn man nämlich immer wieder merkt, dass man im Gespräch in diese Muster kommt von Schuldzuweisung, ich hasse dich und nein und muss das auch mal bei dir sehen. Also so klassische Hochschaukelung von Konflikten, kann man mal versuchen, das aufzuschreiben. Also dass man nicht miteinander spricht, sondern nur miteinander schreibt. Dass man sich zusammen hinsetzt und es auf Karten schreibt oder meinetwegen auch im Computertool oder was es da heutzutage so gibt. Um mal auszusteigen auf diesen Vorwürfen. Und dann kann man auch mal versuchen, immer wieder das erstmal zu wiederholen, was der andere gesagt hat. Also nicht nur seine Position zu verteidigen, das ist oft wenig hilfreich, sondern zu versuchen, immer wieder auch den anderen zu verstehen. Ja. Und wenn sich alle darauf einlassen, kann das auch schon viel Veränderung bewirken. Okay, super. Vielen Dank. Genau, von den Fragen her passt das soweit. Da haben wir alle eigentlich jetzt beantwortet, die zuletzt eingegangen sind. Und wer jetzt noch eine Frage hat, kann sie natürlich noch schnell eintippen. Die beantworten wir gerne. Ansonsten wären wir jetzt an dieser Stelle sogar inhaltlich soweit final. Ich habe vielleicht noch so ein Thema, was ich so aus den Fragen noch mitnehme, ist so das Thema Bedürfnisorientierung. Weil wir das ja auch einfach gerade aktuell, es ist eigentlich schon immer ein großes Thema, wir haben bestimmte Grundbedürfnisse als Menschen. Und häufig entstehen psychische Erkrankungen, wenn diese Grundbedürfnisse verletzt sind. Also nach Kontrolle oder nach Bindung oder nach Autonomie. Und deswegen ist es für mich immer, es ist für mich immer so wertvoll, auch dahin zu gucken, wie kriege ich alle Bedürfnisse unter einen Hut? Ja, also die Bedürfnisse der Kinder, aber auch die Bedürfnisse der Eltern. Und das ist oft in unserer Zeit heute eine unfassbare Herausforderung. Ja, also nicht nur Kinder werden krank, sondern auch Eltern. Ne, das ist ja klar. Und oft ist das das Resultat einer Bedürfnisverletzung. Und deswegen plädiere ich einfach sehr, sehr, sehr dafür, dass Eltern sich damit auseinandersetzen. Und zwar nicht nur einseitig, also nicht nur, was brauchen meine Kinder, ja, sondern auch, was brauchen wir als Eltern, um gut für unsere Kinder da zu sein. Und da gibt es viel Literatur und Bücher zu diesen Themen. Und wo man sich einfach ein bisschen auch mit auseinandersetzen kann und schauen kann, was ist mir wichtig. Und mir ist wichtig als Psychotherapeutin, dass Eltern auch auf sich selbst gucken, weil sie sind das Vorbild für ihre Kinder. Wenn sie sich gut abgrenzen können, wenn sie Nein sagen können, wenn sie gut mit sich umgehen, wenn sie Selbstfürsorge betreiben, wenn sie sich mal Zeit für sich nehmen und genauso dann aber auch für ihre Kinder da sein können, dann ist das einfach das beste Vorbild für die Kinder. Und das würde ich ihnen so gerne auf den Weg geben, da auf alle Seiten der Familie zu gucken. Genau. Wir haben auch noch mal zwei Fragen bekommen. Die Gelegenheit haben zwei Teilnehmerinnen genutzt. Und zwar, darf man ein dreijähriges Kind auch mal auf den Popo schlagen, wenn es überhaupt nicht auf die Eltern hört? Mein Ehemann ist der Meinung, dass unser Kind es sonst anders nicht versteht, aber ich bin kein Fan davon. Nein, es ist Gewalt und es ist verboten. Punkt. Kinder dürfen keine Gewalt erfahren, weder körperlich noch emotional. Und zu emotionaler Gewalt gehört Erpressung, unter Druck setzen und zu körperlicher Gewalt gehört jede Form von auf die Finger hauen, kneifen, schlagen mit Gegenständen oder Händen, Ohrfeigen. Das ist einfach nicht erlaubt. Ja, und Kinder lernen da auch nicht von, ich halte mich an Regeln, sondern Kinder lernen, ich muss Angst vor meinen Eltern haben und werden dadurch erniedrigt. Und das ist nicht in Ordnung. Okay. Dann haben wir noch folgende Frage. Unser Sohn, er ist 9 Jahre alt, ist häufig unmotiviert und es dauert sehr lange, bis er überhaupt mit einer Aufgabe beginnt. Zum Beispiel Hausaufgaben machen, Zähne putzen, aufstehen und so weiter. Beziehungsweise er macht diese grundsätzlich nicht. Dazu gehören fast alle täglichen Dinge. Was können wir tun?
Und also ein Nachtrag dazu, er knabbert auch nahezu ununterbrochen an seinen Nägeln beziehungsweise an seinen Fingern. Mhm. Ja. Ja, also das Thema Kooperation ist ein großes Thema in Familien, ja, weil Familien einfach ganz, ganz viel leisten müssen heutzutage und auch Kinder müssen so viel leisten. Darüber sind ganze Bücher geschrieben worden, also wie Kinder kooperieren, wie man das artgerecht machen kann, wie man nicht zu streng und nicht zu eng sein kann. Meine Grenze ist dein Halt, ist jetzt gerade das neue Buch. Ich empfehle da einfach drüber zu lesen, wie man es schaffen kann, dass Kinder kooperieren, ohne dass man dazu Gewalt und Druck aufbauen muss. Das ist ein Riesenthema und ist eine Riesenherausforderung. Und manchmal muss man auch sagen, du putzt jetzt deine Zähne, das ist jetzt dran. Ja, manchmal nützt es, wenn man ein bisschen das spielerisch macht. Manchmal hilft es, mehr Zeit einzuplanen, immer wieder neu auszuprobieren, was könnte helfen. Und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Haltung, dem Kind nicht zu unterstellen, es ist faul oder es macht es extra nicht. Ja, sondern Kinder geben auch das, was sie können. Und sie wollen eigentlich auch alles richtig machen. Und manchmal können sie einfach nicht mehr. Und sie müssen ja auch in Schule und so weiter schon so viel Kooperation zeigen. Und manchmal schaffen sie das zu Hause einfach nicht mehr. Und dann heißt es nicht, dass sie nicht die Zähne putzen müssen oder nicht die Hausaufgaben machen müssen. Aber vielleicht kann man gucken, wenn es immer wieder so ist, kann man mit den Lehrkräften sprechen. Vielleicht ist es einfach auch zu viel oder man kürzt es ein bisschen ein, dass sie wirklich sagen, okay, sie machen eine Hausaufgabe oder sie machen eine Pause dazwischen oder. Also, dass man wirklich versucht, Lösungen zu finden. Ich glaube, man findet die, wenn man Kindern unterstellt, dass sie das nicht absichtlich oder aus Faulheit tun, sondern dass es ein Bedürfnis dahinter gibt. Und oft ist das Bedürfnis nach Autonomie. Und jetzt will ich mal was für mich selber entscheiden und ich will was selber machen, ja. Und dann ist auch so die Frage, wo können Sie denn autonom entscheiden, ja? Wo können Sie das Bedürfnis leben, ja? Vielleicht jetzt nicht beim Zähneputzen, aber vielleicht woanders, ja? Und dass man an der Stelle wirklich guckt, wenn du es da nicht kannst, ja, wo denn dann? Und oft ist der Alltag von Kindern so vollgepackt, dass ich denke, wo können die denn noch autonom und frei entscheiden und 3-4 Stunden, wie wir das früher waren, im Wald sein und einfach machen, was sie wollen. Oft ist einfach mit Ganztagsschule und so weiter auch schon viel vollgepackt. Und das zeigt sich dann oft an der Kooperationsfähigkeit im Alltag. Okay, super. Vielen Dank auch für die ausführlichen Antworten auf die Fragen. Ich würde die Fragerunde dann auch jetzt damit schließen. Es ist auch keine weitere eingegangen. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die sich auch so rege beteiligt haben von unseren Teilnehmern. Und Emre, dann würde ich jetzt einfach mal das Wort an dich übergeben. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Auch von mir nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle ZuschauerInnen für all diese tollen Fragen und diese rege Teilnahme. Es war wirklich sehr, sehr schön mit anzusehen. Ich glaube, heute wurden viele, viele Fragen und ja auch viele Bedürfnisse von Frau Teeg ganz lieben Dank heute beantwortet. Wie schon eingehend gesagt, es wird gleich noch eine kurze Teilnehmerbefragung geben. Es wäre toll, wenn Sie daran teilnehmen. Ansonsten kann ich Ihnen nur noch sagen, einen schönen Abend, alles, alles Gute, kommen Sie gut durch die Winterzeit und einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Vielen Dank.